So, heute wollen wir uns ausführlicher mit den Anwendungen von Markov-Modellen auf Speech-Tagging beschäftigen. Einerseits wird es darum gehen, wie man die Modelle effizient gestalten kann, wie man die effizient implementieren kann, und andererseits darum, wie wir diese Modelle besser machen. Ich hatte ja in den letzten Wochen schon angedeutet, dass dieser relativ einfache Ansatz, ein Engram-Modell als Disambiguierungskomponente zu nehmen, nicht sehr gut funktioniert. Kurz zur Erinnerung, der Ansatz war folgendermaßen: Wir benötigen für so einen ganz einfachen Engram-Tagger, also Markov-Tagger, zwei Komponenten. Die eine Komponente ist ein Lexikon, das jedem Wort im Eingabesatz die möglichen Part-of-Speech-Tags zuweisen kann. Für die Beispiele der heutigen Sitzung verwenden wir da ein sehr stark reduziertes Tagset, das nur diese 10 Tags umfasst, und wir ignorieren die Tatsache, dass es auch noch ein paar andere Arten von Wörtern gibt. Also Substantive, Verben, Adjektive, Adverbien, Artikel, Präpositionen, Konjunktionen, Partikel, Pronomina und Zahlen. Damit können wir eben Sätze wie This light saw costs over 10 bucks analysieren. So, im Lexikon finden wir jetzt für jedes Wort die möglichen Part-of-Speech-Tags, und die Aufgabe der N-Gramm-Komponente des Markov-Modells ist ja dann, die korrekten Part-of-Speech-Tags oder die wahrscheinlichsten Part-of-Speech-Tags unter den möglichen zu finden. Der Ansatz dafür war, dass man im Prinzip jede mögliche Abfolge von Part-of-Speech-Tags in Betracht ziehen muss. In diesem kleinen Beispiel sind es schon 96 verschiedene Part-of-Speech-Folgen, die wir dann als formale Wörter über dem Alphabet der Part-of-Speech-Tags behandeln. Das Engram-Modell kann jedem dieser Part-of-Speech-Muster, also diese Satzmuster, eine Wahrscheinlichkeit zuordnen, und wir wählen dann das Satzmuster, das die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Im Wesentlichen bedeutet das, dass wir da Abfolgen von Part-of-Speech-Tags finden, die typisch für die englische Sprache sind. Also zum Beispiel, die korrekte Analyse hier wäre ja Artikel, Adjektiv, Substantiv, Verb. Und das ist natürlich ein ganz typisches Muster, ein Muster für eine Nominalphrase. Auf eine Nominalphrase, die Subjekt des Satzes ist, folgt oft direkt das Verb und so weiter. Also das sind dann, deswegen kriegen wir typische Muster, die eine hohe Wahrscheinlichkeit geben sollen. So, ein Haken an der Sache war, dass man jetzt, also 96 Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, im Prinzip müssen wir für jede dieser Satzmuster alle N-Gramm-bedingten N-Gramm-Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren müssen. Also hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9, wenn man Stop-Tag mit reinnimmt, 9 Multiplikationsschritte durchführen, mal die 96. Das ist jetzt kein großes Problem, auch mit einer einfachen Python-Implementierung. Dieser Satz ist aber auch unrealistisch kurz. Tatsächlich finden wir typischerweise, zum Beispiel in Zeitungstexten, Sätze, die 20 bis 40 Wörter lang sind, manchmal auch Sätze, die 100 Wörter lang sind oder noch länger. Da hier die Anzahl der möglichen Satzmuster exponentiell ansteigt, im Prinzip für jedes Wort multiplizieren wir das ja typischerweise mit einem Faktor von 2 oder 3, wenn das Wort 2 oder 3 mögliche Part-of-Speech-Tags hat, wird es irgendwann nicht mehr beherrschbar. Also schon bei 40, wenn Sie im Schnitt 2 Part-of-Speech-Tags pro Wort hätten und eine Satzlänge von 40, das ist 2 hoch 40, das ist auf Deutsch eine Billion, also ungefähr 10 hoch 12 mögliche Wortartenmuster. Und die kann man natürlich nicht mehr in sinnvolle Zeit durchrechnen. Das heißt, um das wirklich robust einsetzbar zu machen, brauchen wir einen effizienteren Algorithmus. Wir brauchen ja eigentlich auch nicht die Wahrscheinlichkeit, also wir müssen nicht wirklich alle möglichen Satzmuster aufzählen. Was wir wissen wollen, ist ja, welches dieser Satzmuster hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Wir haben also eine Suchaufgabe nach dem wahrscheinlichsten Satzmuster, und dafür gibt es tatsächlich einen effizienteren Algorithmus. Und diesen Algorithmus werden wir uns jetzt an einem Beispiel anschauen. Der ist als Viterbi-Algorithmus bekannt. Das ist nicht ganz speziell der Algorithmus, den ich vorstelle, sondern eher ein grundsätzlicher Ansatz. Es gibt also viele verschiedene Varianten des Viterbi-Algorithmus. Hier zeige ich jetzt mal die elementarste, die Basisvariante. Wir schauen uns das, wie gesagt, an einem Beispiel an, statt den Algorithmus formal zu definieren. Der Einfachheit halber verwenden wir einen Bigram-Part-of-Speech-Tag, also ein einfaches Bigram-Modell. Da ist auch kein Smoothing gemacht. Bei diesem reduzierten Tagset und Bigram ist es noch kein Thema. Das ist die komplette Tabelle der bedingten Bigram-Wahrscheinlichkeiten. Damit können Sie das Beispiel im Prinzip, müssen Sie das Beispiel komplett nachvollziehen wollen, wenn Sie mir nicht glauben. Die Fragezeichen hier, das steht praktisch für alle anderen Wortarten, die ich in unserem reduzierten Tagset nicht mit berücksichtige.
und die Wahrscheinlichkeiten, die kommen auch aus dem Brown Corpus. Es sind also keine völlig erfundenen Werte, sondern durchaus realistische Werte. Also hier habe ich nochmal dieses Suchgitter, das Suchgrid aufgetragen. Wenn wir hier die Verbindung zwischen den entsprechenden Feldern einzeichnen, dann entspricht jedes mögliche Satzmuster, also jede mögliche Folge von Wortarten, einem Pfad durch dieses Gitter von links, also von dem Stop-Symbol vor Satzbeginn zu dem Stop-Symbol nach Satzende. Also was wir suchen, ist der wahrscheinlichste Pfad durch dieses Gitter. Gut. Der Trick ist jetzt, dass man nicht den wahrscheinlichsten Pfad komplett erstmal sucht, sondern versucht, Präfixwahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Also für irgendein Feld hier, zum Beispiel dieses Feld, wäre die Frage, was ist der wahrscheinlichste Pfad, der zu diesem Feld führt, der also zu Costs als Verb führt. Das heißt, ich könnte zum Beispiel Artikel, Substantiv, Verb, Verb oder Artikel, Adjektiv, Substantiv, Verb, das ist vielleicht plausibler. Also es werden nur alle Pfade verglichen, die bis hier hinführen, und wir ignorieren komplett, was danach noch kommt. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Es wird sich zeigen, dass man das tatsächlich effizienter berechnen kann als die komplette Suche. Und wir haben damit unser Problem gelöst. Denn wenn wir das für das gesamte Gitter hier gemacht haben, für das gesamte Raster, dann haben wir hier hinten auch die Wahrscheinlichkeit des wahrscheinlichsten Pfads, der zu dem Stop-Symbol führt. Und das ist ja genau der gesuchte wahrscheinliche Pfad durch das gesamte Raster. Also wenn wir alle Präfixwahrscheinlichkeiten berechnen können, also Präfixwahrscheinlichkeit im Sinn des wahrscheinlichsten Pfades, der zu einem gewissen Feld im Raster führt, dann haben wir unser Problem gelöst. Es bietet sich an, das jetzt von links nach rechts zu machen, denn ganz am Anfang ist es ja einfach. Wir fangen mit der Wahrscheinlichkeit von 1 bei dem Stop-Symbol hier an. Die Wahrscheinlichkeit, dass der, also es gibt jetzt für das erste Wort natürlich nur zwei Pfade, einer jeweils nur einen Pfad. Wenn es erst ein Artikel ist, dann ist es eben der Pfad, der direkt zum Artikel führt. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel am Satzanfang steht. Das ist in dem Modell 19,5% ungefähr. Die Wahrscheinlichkeit von Pronomen am Satzanfang ist ungefähr 19,8%. Das können Sie auf dieser Tabelle auf der vorigen Folie nachschlagen. So. Schauen wir uns mal den nächsten Schritt an. Was ist der wahrscheinlichste Pfad? Also wir berechnen nicht nur, welches der wahrscheinlichste Pfad ist, sondern natürlich auch die Wahrscheinlichkeit dieses Pfades. Was ist der wahrscheinlichste Pfad, der zum Adjektiv an zweiter Position führt? Da kommen jetzt zwei Pfade in Betracht. Also Artikel-Adjektiv oder Pronomen-Adjektiv. Das heißt, ich muss die Wahrscheinlichkeit von denen ausrechnen und behalte dann aber nur den wahrscheinlicheren Pfad. Ist gleich gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Pfad ist Artikel und Satzanfang, die habe ich schon hier berechnet, das ist 19,5%, mal die Wahrscheinlichkeit für Artikel gegeben, dass davor ein Adjektiv gegeben ist, davor ein Artikel steht. Da ich nur ein Bikram-Modell habe, ist das ja alle Informationen, die ich in der, sozusagen im Gedächtnis, in der Prozess im Gedächtnis bleibe. Damit kriege ich dieses Produkt 19,5% mal die Übergangswahrscheinlichkeit von Artikel zu Adjektiv. Von anderen Pfad entsprechend 19,8% mal die Übergangswahrscheinlichkeit von Pronomen zu Adjektiv. Die berechnen wir beide und es stellt sich dann heraus, dass der Pfad über den Artikel die höhere Wahrscheinlichkeit liefert, nämlich 4,2% insgesamt. Sie erinnern sich ja auch, beim Engram-Modell war es so, je länger das Wort ist, desto geringer werden die Wahrscheinlichkeiten, die wir kriegen, weil wir an jedem Schritt mit so einer Übergangswahrscheinlichkeit multiplizieren. Und die absolute Größe der Wahrscheinlichkeit hat meistens gar keine Bedeutung für uns. Was wir wollen, ist den wahrscheinlichsten Pfad finden und wie groß dessen Wahrscheinlichkeit insgesamt ist zum Relativen. Dasselbe können wir in den anderen Positionen machen, also auch hier für das Verb. Vergleiche ich diesen Pfad und diesen Pfad, finde das Pronomen von dem Verb wahrscheinlicher ist. Es wird ja auch sehr plausibel, den Artikelverb eine sehr ungewöhnliche Folge. Dafür kriege ich schon eine viel höhere Wahrscheinlichkeit als mit dem Adjektiv, 16,3%. Sie sehen schon, die korrekte Lösung sollte ja nachher sein, Artikel, Adjektiv, Substantiv, Verb, Präposition, Zahl, Substantiv. Das ist die korrekte Lesart, die wir finden wollen. Also an der Stelle sollten wir uns nicht festlegen, hier würden wir völlig in die Irre geführt. Das ist auch nicht überraschend, denn wir berücksichtigen ja nur den linken Kontext und wissen gar nicht, wie der Satz weitergeht. Wir sehen das in einem Moment, im nächsten, übernächsten Schritt nochmal sehr deutlich. Was Sie ja auch sehen ist, dass wir uns jetzt
an der Stelle nicht den gesamten Pfad merken müssen, sondern eigentlich nur den letzten Schritt des Pfades. Also hier merke ich mir, der wahrscheinlichste Pfad ging durch ein Pronomen an der vorigen Stelle. Und dann weiß ich aber, das Pronomen habe ich auf diesem Weg erreicht. Also ich merke mir für jedes Feld immer nur den letzten Schritt des wahrscheinlichsten Pfades. So, das Ganze nochmal beim Substantiv, wieder dieselbe Rechnung. Ich habe hier schon mal diese Zahl. Also im Prinzip könnte ich ja hier auch schreiben, Wahrscheinlichkeit, Artikel, Satzanfang nochmal. Aber ich kann die Zahl auch schon aus dem schon berechneten Präfix übernehmen, denn aufgrund, da das Markov-Modell ja kein Gedächtnis hat, beziehungsweise eben nur das vorige Part-of-Speech-Tag als Gedächtnis sieht, als History sieht, ist es völlig unabhängig davon, diese Übergangswahrscheinlichkeit, was davor passiert ist. Also für den Wahrscheinlichkeit des kompletten Pfades multiplizieren wir ja nur alle diese Übergangswahrscheinlichkeiten. Das ist das, was uns die Markov-Annahme gebracht hat. Und das macht diesen Viterbi-Algorithmus erst möglich. Also der Viterbi-Algorithmus funktioniert nur, weil wir hier einfach Wahrscheinlichkeiten multiplizieren und wir damit eine Unabhängigkeit von der History, von dem, was vorher passiert ist, haben. Also hier kriegen wir diesen Pfad 12,1%. So. Jetzt schauen wir mal, was der wahrscheinlichste Pfad des Z zu diesem Verb führt, also zu Saw als Verb. Da kommen jetzt 6 Pfade in Betracht. Artikel Adjektiv Verb, Artikel Verb Verb, Artikel Substantiv Verb, Pronomen Adjektiv Verb, Pronomen Verb Verb, Pronomen Substantiv Verb. Muss ich jetzt für alle 6 Pfade die Wahrscheinlichkeiten betrachten oder können wir schon was ausschließen? Wenn Sie von irgendeiner Pfade sagen, dass er definitiv nicht der wahrscheinlichste Pfad werden wird? Zum Beispiel dieser Pfad, Pronomen, Adjektiv, Verb, könnte der wahrscheinlichste Präfix sein für zu der Position hier? Ja. Wir haben ja einfach nur die Maxima genommen jeweils bei dem. Also Pronomen, Adjektiv haben wir ja schon ausgeschlossen. Genau, also das Produkt dieser beiden Wahrscheinlichkeiten ist geringer als das Produkt dieser beiden Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir diesen Pfad als wahrscheinlichsten zum Adjektiv genommen. So, wenn ich jetzt die beiden Pfade vergleiche, um es mathematisch zu sagen, das ist ein Produkt von der und der Wahrscheinlichkeit, das ist ein Produkt von der und der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die werden in beiden Fällen mit der Übergangswahrscheinlichkeit Adjektiv zu Verb multipliziert. Da das Produkt der ersten beiden Schritte größer ist für den Pfad, also für diesen Pfad, muss auch die Wahrscheinlichkeit für den verlängerten Pfad höher sein als für den anderen. Das heißt, wir können wahrscheinlichsten Pfad nur dadurch kriegen, dass ich einen schon bekannten wahrscheinlichsten Pfad um einen Schritt verlängere. Einer, der hier nicht der wahrscheinlichste Projekt ist, kann nie der wahrscheinlichste werden im nächsten Schritt. Und das ist, hier sehen Sie auch, warum die Markov-Annahme dafür entscheidend ist, dieses fehlende Gedächtnis des Prozesses, das kurze Gedächtnis des Prozesses. Wenn die Übergangswahrscheinlichkeit nicht ein Trigramm-Modell hätte, dann könnte die Übergangswahrscheinlichkeit ja auch davon abhängen, ob ich davor ein Pronomen oder einen Artikel habe. Und dann würde diese Logik nicht mehr gelten. Dann würde ich nämlich eventuell diesen Pfad mit einer anderen Übergangswahrscheinlichkeit multiplizieren als diesen Pfad. Also so wie ich es hier darstelle, funktioniert es nur für ein Bikram-Markov-Modell. Und das Entscheidende ist wirklich, dass ich durchs beschränkte Gedächtnis eine Unabhängigkeit davon erhalte, bei der Fortsetzung, was wie der Pfad vorher aussieht. Und ich damit den Pfad bis zu einem gewissen Punkt unabhängig davon optimieren kann, wie es weitergeht. Das ist vielleicht der Kerngedanke. Also der wahrscheinlichste Pfad zu einem gewissen Punkt ist unabhängig davon, wie der Pfad danach fortgesetzt wird. Und deswegen kann ich von links nach rechts diese Präfixwahrscheinlichkeiten berechnen. Gut, wir haben uns jetzt also ein kleines bisschen Arbeit gespart. Denn statt alle 6 Pfade nochmal zu berechnen, muss ich nur 3 Pfade berücksichtigen. Wenn ich vom Adjektiv komme, muss es dieser Pfad sein, also Wahrscheinlichkeit von 4,2% mal die Übergangswahrscheinlichkeit von Adjektiv zu Verb. Das wäre die erste Möglichkeit. Ich kann durchs Verb kommen, dann muss es dieser Pfad sein, also Wahrscheinlichkeit 16,3% mal Übergangswahrscheinlichkeit von Verb zu Verb. Und wenn ich durch das Substantiv hinkomme, dann muss es dieser Pfad sein, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 12,1% mal die Übergangswahrscheinlichkeit von Substantiv zu Verb. Das sind hier die 3 Wahrscheinlichkeiten. Wir rechnen die dann wieder aus, indem wir im Prinzip jetzt nur noch diese Parameterwelt des N-Gramm-Modells aus der Tabelle aus der vorigen Folie übernehmen müssen.
und finden dann, dass der Pfad Artikel, Substantiv, Verb der wahrscheinlichste ist und eine Wahrscheinlichkeit von 4,7% insgesamt. Das Substantiv hier dasselbe, auch hier muss ich dann drei Pfade berücksichtigen. Wieder die gleichen wahrscheinlichsten Präfixpfade und dann die Fortsetzung Adjektiv, Substantiv, Verb, Substantiv, Substantiv, Substantiv. Die Entscheidung ist jetzt natürlich nicht notwendigerweise die gleiche. Also ich komme nicht notwendigerweise wieder auf das N als Wahrscheinlichstes, weil ja die Übergangswahrscheinlichkeiten völlig anders sind. Also ich nehme hier die gleichen Präfixwahrscheinlichkeiten aus dem vorigen Schritt, multipliziere die aber wieder an der Übergangswahrscheinlichkeit und dadurch entsteht die ganze Dynamik des Verfahrens. So, in dem Fall ist dann tatsächlich, auch obwohl das Adjektiv hier so eine geringe Wahrscheinlichkeit hatte, verglichen mit Verb und Substantiv, weil der Übergang von Adjektiv zu Substantiv so viel wahrscheinlicher ist als die anderen Möglichkeiten, kriege ich tatsächlich dann Artikel, Adjektiv, Substantiv als die wahrscheinlichsten Pfad mit einer Wahrscheinlichkeit von 3,1%. Und so funktioniert das Verfahren. Das zweite, hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn Sie an der Stelle schauen würden, würden Sie sich wieder, also wenn wir an der Stelle schon festlegen würden, dann würden wir sagen, okay, Artikel, Substantiv, Verb ist wahrscheinlicher als Artikel, Adjektiv, Substantiv. Und der Grund, warum wir hier damit falsch liegen, ist, dass wir eben den rechten Kontext nicht anschauen. Denn dadurch, dass hier nochmal was kommt, was ein Verb oder ein Substantiv sein kommen, ist natürlich ein Substantiv gefolgt vom Verb viel plausibler als Verb direkt gefolgt vom Substantiv. Also beim Objekt haben wir meistens noch einen Artikel oder ein Adjektiv davor. Und deswegen werden sich im nächsten Schritt die Wahrscheinlichkeiten wieder verändern und die Verblesart hier eben nicht mehr die plausibelste sein. Deswegen können wir die Entscheidung erst treffen, wenn wir ganz am Satzende sind und wissen, was insgesamt der wahrscheinlichste Pfad ist, damit wir auch Informationen aus dem rechten Kontext berücksichtigen können. Ja. Ich habe mal eine Frage. Das Schade, eigentlich ist es ja ein Graph. Ne? Könnte man da nicht eigentlich dann auch mit Graph-Algorithmen, also wie Dijkstra, ich weiß, die wählen eigentlich eher den kleinsten Pfad, aber im Endeffekt ist es ja also die Gewichtung. Im Prinzip so. Aber man hat ja dann im Endeffekt eine Gewichtung. Wir machen das ja auch. Also wenn Sie Ihre Logarithmen noch können, dann wissen Sie, dass man es tatsächlich dass genau dasselbe ist. Denn was wir hier berechnen für das Gewicht von einem Pfad hier, das ist ja die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie einen Logarithmus davon nehmen, das ist das Produkt der Übergangswahrscheinlichkeit, der Logarithmus der Wahrscheinlichkeit ist dann die Summe der logarithmischen Übergangswahrscheinlichkeiten. Logarithmus macht ja aus dem Produkt eine Summe. Und das heißt, wenn wir hier jedem Übergang zum Beispiel minus log 2 von der Wahrscheinlichkeit zuordnen, also einen Informationswert, dann kriege ich insgesamt als Summe der Gewichte des Pfades die gesamte Information, also minus log 2 von der gesamten Wahrscheinlichkeit, und dann habe ich ein Minimierungsproblem, das heißt, ich möchte den mit dem geringsten Informationswert finden, und das wäre genau, glaube ich, der Dijkstra-Algorithmus für gewichtete. Also es ist im Prinzip das Gleiche. Der Vorteil ist hier, dass wir eine einfache Struktur haben. Also die Graph-Algorithmen, die gehen ja von relativ allgemeinen Graphen aus. Hier haben wir eine ganz spezielle Struktur und das macht sich der Viterbi-Algorithmus zunutze. Das heißt, der ist erstens leichter zu implementieren, weil Sie einfach in diesem Gitter oder in diesem Raster nur von links nach rechts durchgehen müssen. Und außerdem ist er noch effizienter, weil er eben ganz genau weiß, wie der schematische Aufbau ist. Aber im Prinzip ist es genau das für eine Verallgemeinerung. Und wenn man jetzt bestimmte stochastische Modelle hätte, können es auch sein, dass man eben nicht auf so ein Raster kommt, sondern auf einen allgemeinen Graphen, und dann können Sie genau die Idee übertragen. Machen wir hier also weiter. Hier haben wir jetzt noch nicht sehr viel Rechenaufwand gespart. Und wenn man bedenkt, dass wir dafür schon irgendwie hier vorne 5 oder 6 Präfixwahrscheinlichkeiten berechnen mussten, ist es ja an der Stelle teurer gewesen, das mit dem Viterbi-Algorithmus zu machen. Aber je länger unser Präfix wird, desto mehr Rechenaufwand sparen wir uns. Denn für diese Felder zum Beispiel, hier hätte ich ja schon 12 Pfade, die zu dem Verb führen können, die 6, die hier hinführen, mal den Übergang, plus die 6, die hier hinführen, mal den Übergang. Und entsprechend hier auch nochmal 12 Pfade. Tatsächlich muss ich aber jetzt nur die beste Präfixwahrscheinlichkeit nehmen. Es kommen also für das Verb hier nur 2 Pfade in Betracht. Artikel, Substantiv, Verb, Verb oder Artikel, Adjektiv, Substantiv, Verb.
Und die Präfixwahrscheinlichkeiten bis zum vorigen Schritt kenne ich ja schon. Das ist nur 4,7% mal die Übergangswahrscheinlichkeit hier, 3,1% mal die Übergangswahrscheinlichkeit. Und hier finde ich dann tatsächlich ein Substantiv vor dem Verb ist wahrscheinlicher. Damit kriege ich 1,2%. Und dasselbe kriege ich auch für die Substantivlesart. Das heißt, an der Stelle sehen Sie, dass die Verblesart hier kommt gar nicht mehr in dem wahrscheinlichsten Pfad vor. Genauso diese Verblesart. Die führen individuell immer zu einem wahrscheinlichsten Präfix, aber wenn wir dann recht weiteren Kontext mit berücksichtigen, dann werden sie wieder ausgeschlossen. Und deswegen ist, obwohl dieser Algorithmus so von links nach rechts durchläuft, nach dem Engram-Modell ja eigentlich von links nach rechts den Satz zu generieren scheint, spielt auch Informationen aus dem rechten Kontext für die Disambiguierung an der Stelle letztlich eine Rolle. Jetzt läuft es einfach weiter durch. Ich bekomme die Wahrscheinlichkeiten hier. Wenn ich nur eine mögliche Part-of-Speech-Stack habe, dann habe ich natürlich auch nur noch ein Feld. Also das wäre eigentlich so ein Punkt, bei dem man schon den wahrscheinlichsten Präfixpfad bis zu dem Punkt bestimmen könnte, denn jeder Pfad muss ja durch diese eine Position gehen. Das könnte nützlich sein, wenn Sie einen Part-of-Speech-Tag implementieren wollen, der nicht nur auf ganzen Sätzen arbeiten kann, sondern einfach auch ohne Satzgrenzen nur eine Folge von Token kriegt. Dann könnte man sagen, ich mache halt die Optimierung immer dann, wenn ich so einen Punkt erreiche, wo es nur eine Möglichkeit gibt und wo ich damit sagen kann, ich kann der beste Pfad bis hierhin ist unabhängig davon, wie es weitergeht. Kann also nichts anderes machen. Wenn wir schließlich hier hinten angekommen sind, bei dem Stop-Symbol, dann weiß ich, der wahrscheinlichste Pfad durch das gesamte Raster hat eine Wahrscheinlichkeit von 2 mal 10 hoch minus 7, also 0, viele Nullen und 2%, beziehungsweise eben 0,2 pro 1 Million Sätze. Und um den Pfad jetzt zu bestimmen, Sie sehen, hier ist jetzt noch nicht der richtige Pfad eingetragen, sondern eigentlich nur von jedem Schritt, in jedem Schritt der letzte Schritt des wahrscheinlichsten Präfixpfades zu dem gegebenen Feld. Das heißt, den richtigen Pfad kann ich jetzt auslesen, indem ich nochmal von rechts nach links, ich habe es von links nach rechts, fülle jetzt gehe ich nochmal von rechts nach links durch und kann damit den wahrscheinlichsten Pfad auslesen, der tatsächlich auch die korrekte Lesart ist. Der Wahrscheinlichkeitswert hier, dieses 2 mal 10 hoch minus 7, der spielt für uns eigentlich gar keine Rolle. Der klingt jetzt erstmal klein, aber es geht uns ja überhaupt nicht darum, wie wahrscheinlich dieses Satzmuster insgesamt ist, sondern nur, wie wahrscheinlich ist es unter allen möglichen Satzmustern. Soweit klar, der Algorithmus? Jetzt gibt es natürlich einen Haken dran, ist, ich habe ja immer gesagt, das Tolle an diesen statistischen Modellen, an diesem wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatz ist, dass wir nicht nur eine Entscheidung kriegen, was ist hier das beste Part-of-Speech-Tagging, was sind die besten Tags, sondern auch einen Konfidenzwert im Sinne so einer Wahrscheinlichkeit. Aber ich habe gerade gesagt, diese Wahrscheinlichkeit ist kein Konfidenzwert. Wenn der Tagger uns sagen würde, also ich glaube mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 mal 10 hoch 7 dran, dass das die richtige Lösung ist, dann würden wir ihm nicht sehr weit vertrauen. Können Sie sich, können wir aus denen trotzdem einen Konfidenzwert gewinnen? Also was wäre hier eigentlich die Konfidenz des Taggers in diese Lösung? Das ist ersichtlich. Also vielleicht mal, weil es in der Darstellung nicht mehr. Was man sich in der Darstellung nicht mehr daran erinnert, wir haben ja ein Wahrscheinlichkeits-, das Engram-Modell definiert ein Wahrscheinlichkeitsmodell über formalen Wörtern. Also in dem Fall ist W die Folge von Part-of-Speech-Tags, also aus Sigma Stern, und wir berechnen hier die Wahrscheinlichkeit von so einem Wort W. Das ist ein Wahrscheinlichkeitsraum über die Menge aller möglichen Wörter. Das heißt, hiermit vergleichen wir die Wahrscheinlichkeit dieser Sequenz, dieses Satzmusters, mit allen anderen möglichen Satzmustern. Auch denen, wo hier keine Zahl steht, die also nach dem, was wir im Wortmaterial aus dem Lexikon gefunden haben, schon völlig ausgeschlossen werden. Und auch mit Satzmustern anderer Länge. Also es ist ja nicht eine Wahrscheinlichkeit gegeben, die Länge des Satzes, sondern ein Wahrscheinlichkeitsmodell über die gesamte formale Sprache. Also über alle wirksfreie Monoid Sigma Stern. Das heißt, was wir eigentlich berechnen wollen, ist doch die Wahrscheinlichkeit von, ich schreibe es jetzt nochmal anders hin, ich nenne das mal T,
statt W dieses formale Wort T für eine Folge von Part-Speech-Tags. Und mit W meine ich jetzt den Satz. Also wir wollen irgendwie doch die Wahrscheinlichkeit berechnen, gegeben, dass wir wissen, dass es sich um den Satz handelt. Also eigentlich nur noch alle möglichen, beziehungsweise vielleicht mal so dargestellt, also wir wollen gegeben, dass es eine der 96 möglichen Part-of-Speech-Sequenzen ist. Das heißt, was wir berechnen wollen, die Konfidenz des Verfahrens, die ist die relative Wahrscheinlichkeit dieser Tag-Sequenz. Nämlich die Wahrscheinlichkeit geteilt durch die Summe aller möglichen Tag-Sequenzen T'. Und zwar eben nur noch die nach anhand der Satzlänge, also die korrekte Länge haben, und die nach dem, was wir im Lexikon an möglichen Tags gefunden haben, überhaupt noch in Frage kommen, die also valide wären für diesen Satz. Es wäre natürlich schön, auch diesen Konfidenzwert zu wissen, denn dann können wir zum Beispiel, könnte ja interessant sein, für irgendwelche automatische Extraktionen oder fürs Training Sätze rauszugreifen, bei denen der Parser, der Tagger eine sehr hohe Konfidenz hat. Also diese Information wäre eigentlich ziemlich wichtig. Dazu muss ich aber die Summe über alle möglichen Sequenzen berechnen und dann haben wir unser altes Problem wieder. Wenn ich jetzt dafür alle berechnen muss, dann kann ich mir den Viterbi-Algorithmus auch schenken. Also was wir eigentlich bräuchten, wäre ein Viterbi-Algorithmus, also ein ähnlicher Algorithmus, der nicht die wahrscheinlichste Sequenz findet, sondern die Summe der wahrscheinlichsten, also nicht den wahrscheinlichsten Pfad, sondern die Summe über alle Pfade berechnet. Können Sie sich vorstellen, dass man den entsprechend modifizieren könnte? So mal intuitiv aus dem Bauch raus, können Sie sich vorstellen, dass man diesen Algorithmus auch so umschreiben kann, dass er die Summe über alle Pfade berechnet. Gehen wir mal zum Beispiel ein die Stelle zurück. Also ich will jetzt hier, wir können es ja übertragen, also vorher haben wir gesagt, wir suchen das wahrscheinlichste Präfix. Wenn ich hier hinten bin, dann habe ich den wahrscheinlichsten Pfad. Wenn ich jetzt eine Summenwahrscheinlichkeit, eine Präfix-Summe berechne, also die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfade, die zu diesem Feld laufen, statt dem wahrscheinlichsten nur, und das irgendwie wieder effizient durchführen kann für das ganze Raster, sobald ich hier hinten angekommen habe, die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfade, die hier hinkommen, ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Wortmuster. Also dann habe ich genau die Summe. Also wenn ich statt wahrscheinlichsten Präfixen jeweils Präfixsummen berechne für jedes Feld und das effizient machen kann, dann habe ich gewonnen. Das heißt, in dem Fall müsste ich über 6 Präfixe aufsummieren und wenn wir dasselbe schon hier gemacht haben, dann steht hier die Summe über diese beiden Präfixe und da ich in beiden Fällen mit der Übergangswahrscheinlichkeit hier multipliziere, ist die Summe von diesen 2 Pfaden die Präfixsumme hier mal die Übergangswahrscheinlichkeit, weil das ist auch wieder die Markov-Annahme entscheidend, dass ich eben hier mit in beiden Fällen mit der gleichen Übergangswahrscheinlichkeit multipliziere. Das heißt, wenn jetzt hier jeweils die Präfixsumme steht, statt des wahrscheinlichsten Präfixes, und ich statt das Maximum zu nehmen, also hier kriege ich ja jeweils dann die Summe von 2 Pfaden, und um die Summe von allen 6 Pfaden zu kriegen, muss ich die 3 Werte aufaddieren, also hier statt eine Summe statt Maximum, und hier müssen eben jeweils die Summen, Präfixsummen statt des wahrscheinlichsten Präfixes stehen. Und dann funktioniert derselbe Algorithmus und wird uns hier. Und natürlich würde ich dann hier nicht mehr einzeichnen, was der wahrscheinlichste ist, weil es spielt dann keine Rolle mehr. Also da schreibe ich eigentlich nur die Präfixsummen als Zahlen rein in das Raster. Und zum Schluss habe ich hier dann diese Summenwahrscheinlichkeit. Also ich kann den Viterbi-Algorithmus auch so modifizieren, dass er die Summe aller Pfade wahrscheinlich keine aller Pfade berechnet. Praktisch, wenn man diesen Konfidenz haben will, macht man es natürlich so, dass man beides gleichzeitig berechnet. Da ich also in jedes Feld dann sowohl die wahrscheinlichste als auch die Summe eintrage, weil ja ein Großteil der Rechenoperationen sehr ähnlich ist. Genau, also der Viterbi-Algorithmus ist dieser allgemeine Ansatz, durch so ein Raster durchzugehen, von links nach rechts oder schrittweise durchs Raster durchzugehen und die wahrscheinlichsten Präfixwahrscheinlichkeiten zu berechnen. Das nennt man auch Forward Probabilities, weil man eben vorwärts durch den Satz durchgeht.
So, und es gibt, wie gesagt, viele Varianten. Also eine Sache, die Sie machen können, ist es, statt von links nach rechts, von rechts nach links durchzugehen. Dann berechnen wir Suffixwahrscheinlichkeiten. Das Markov-Annahme gilt für Suffixwahrscheinlichkeiten genauso. Wir können sie auch in die andere Richtung entwickeln. Und wenn Sie sich überlegen, die Wahrscheinlichkeit von so einem Pfad ist das Produkt aller Übergangswahrscheinlichkeiten, ist jetzt egal, ob ich die von links nach rechts oder von rechts nach links miteinander multipliziere. Das heißt, man kann den Algorithmus auch gewissermaßen rückwärts anwenden, von rechts nach links die Suffixwahrscheinlichkeiten berechnen und dann von links nach rechts den wahrscheinlichsten Pfad auslesen, kriegt genau dasselbe Ergebnis. Sowas nennt man auch Backward Probabilities. Also man kann Forward und Backward Probabilities berechnen, die spielen dann für gewisse Anwendungen eine Rolle. Wie wir gerade überlegt haben, können wir sehr leicht auch die Summe aller Wahrscheinlichkeiten berechnen, Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfade. So, und was ich auch, das zeige ich nochmal am Graphen, zum Beispiel, wenn uns jetzt interessiert, ob, sagen wir mal, das Cost sehr oft das eher ein Substantiv oder ein Verb ist. Was wir jetzt machen, ist ein paar Speech-Tagger drüber zu laufen, der sich für eine Gesamtanalyse des Satzes entscheidet. Und das hier als Verb interpretiert. Stimmt hier ja auch, aber bei einem sehr langen Satz könnte es ja durchaus sein, dass er sich für eine Analyse entscheidet, die an anderen Stellen plausibler ist, die aber an dieser Stelle trotzdem falsch ist. Die ist falsch dazu, weil einfach irgendwas anderes dann plausibler war, weil ein Grammatikfehler im Satz ist, eine Wortverdopplung, ein Wort fehlt oder so, die den Tagger durcheinander bringt. Das heißt, es könnte auch interessant sein, statt sich das für ein Satzmuster zu entscheiden, für jedes Token individuell zu entscheiden, was ist das wahrscheinlichste Tag an der Stelle oder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Tags zu berechnen. So, und da ist es jetzt eben sinnvoll, dann nicht nur ein Pfad, wenn ich sage, ich möchte nur wissen, wie ist die Wahrscheinlichkeit an der Stelle, unabhängig davon, wie er sich jetzt im Rest des Satzes entscheidet, dann könnte es doch sinnvoll sein zu sagen, also die Wahrscheinlichkeit von Verb, das Kostenverb ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeinen Pfad kriege, der durch diesen Verb, durch dieses Feld geht. Denn jeder dieser Pfade, egal wie dann der Rest aussieht, wird die Kosten als Verb tätigen. So könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit für Kosten als Verb ist die Summe aller Wahrscheinlichkeit aller Pfade, durch das V gehen. Also die Summe aller Präfix, die Präfixsumme bis zu dem V, plus gewissermaßen die Suffixsumme, beziehungsweise genau gesagt das Produkt der beiden. Denn ich kann jedes Präfix zum V mit jedem Suffix vom V natürlich kombinieren, da ich ja keine Einschränkungen stelle. Und wenn man das alles ausmultipliziert, kriege ich die Summe mal die Summe. Und das ist der Punkt, wo dann diese Backward Probabilities interessant werden. Wenn ich nämlich alle Forward Probabilities berechnet habe und alle Backward Probabilities, dann kann ich ganz schnell hier die Wahrscheinlichkeit für V oder N an der Stelle auslesen, indem ich die entsprechende kumulative Forward Probability mit der kumulativen Backward Probability für diese Stelle multipliziere. Und das kann man dann noch weiter treiben, damit kann ich auch nicht nur für ein einzelnes Tag, sondern auch von dem Übergang von einem zum nächsten Tag eine Wahrscheinlichkeit berechnen. Und dass ich die berechnen kann, das könnte zum Beispiel nützlich sein, wenn ich das Tagging-Ergebnis wieder fürs Training verwenden will, also wenn ich ausrechnen will, wie häufig kommt ein bestimmter Übergang in den automatisch gefängten Daten vor. Sowas nennt man dann den Forward-Backward-Algorithmus, weil er eben sowohl die Forward- als auch die Backward-Wahrscheinlichkeit verwendet. So, und schließlich vielleicht das Wichtigste im Ganzen ist, so wie ich es dargestellt hatte, funktioniert das Verfahren ja nur für ein Bigramm-Markov-Modell. Denn sobald ich ein Trigramm-Modell hätte, wäre ja diese Übergangswahrscheinlichkeit, die immer wieder an der Stelle drinsteht, wäre eben diese Übergangswahrscheinlichkeit nicht mehr unabhängig davor, ob hier ein Artikel oder ein Pronomen steht, und deswegen kann ich das Präfix bis zum vorigen Punkt nicht unabhängig vom nächsten Übergang trainieren. Es gibt nun glücklicherweise einen ganz einfachen Trick. Der Stelle. Ganz einfach ein Trick, also um zum Beispiel hier Wahrscheinlichkeiten hier zu berechnen, die Präfixwahrscheinlichkeit hier, muss ich mir an jeder Stelle einfach alles merken, was ich als History für den nächsten Schritt brauche. Das heißt, an dieser Stelle steht jetzt nicht nur das aktuelle Pub-Speech-Tag im Feld, sondern die Kombination aus dem vorigen und dem aktuellen. Also hier hätte ich jetzt vier Felder bei Over, nämlich Verb-Präposition, Substantivpräposition, Verbpartikel und Substantivpartikel. Ich kriege also nicht mehr einen Eintrag für jedes Part of Speech Tag,
sondern ein Eintrag für jede mögliche History, die ich an dieser Stelle haben kann für den nächsten Schritt. Und mit der Unterscheidung, also wenn ich hier vier Einträge habe, dann ist die nächste Übergangswahrscheinlichkeit durch das Feld wieder eindeutig festgelegt und damit funktioniert der Algorithmus. Das heißt, die Schöne ist, die Programmierung wird überhaupt nicht komplizierter. Sie müssen nur hier mehr Felder reinschreiben, die eben die jeweilige History-Länge berücksichtigen. Dadurch sind natürlich wieder mehr Analysen durchzurechnen, also es wird rechenaufwendiger, aber man braucht die Implementierung eigentlich gar nicht. Es ist eine Art Vorverarbeitungsschritt, dass man das Raster anders aufbaut. Gut, jetzt wissen Sie also, wie das geht. Vielleicht noch einmal eine Bemerkung: Der allgemeine Ansatz, der verwendet wird, ist dynamische Programmierung. Das haben Sie schon mal gehört, glaube ich, nämlich bei den Chart-Parsing-Algorithmen. Die Idee ist wieder die gleiche. Wir sparen uns Rechenaufwand, indem wir Zwischenergebnisse speichern, nämlich in dem Fall diese Präfixwahrscheinlichkeit. Also das ist wieder eine Anwendung dynamischer Programmierung. Sie sehen, dynamische Programmierung spielt eine ganz zentrale Rolle in diesen wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen der Computerlinguistik, denn erst dadurch werden die praktisch berechenbar. Jetzt wissen wir, wie wir es effizient machen können. Wir haben aber noch ein Problem, nämlich, dass ich ja gesagt habe, das funktioniert einfach nicht gut als Tagger. Und jetzt überlegen wir uns erstmal, woran das liegen könnte. Also, ich behaupte, wenn Sie diesen einfachen Ansatz nehmen, also Lexikon-Lookup plus das wahrscheinlichste Satzmuster suchen, mithilfe des Viterbi-Algorithmus, egal wie hoch die Ordnung Ihres N-Gramm-Modells ist, egal was für clevere Smoothing oder Interpolation oder Backoff Sie verwenden, der Tagger wird es nicht schaffen, diese beiden Sätze richtig zu taggen. Können Sie mal kurz überlegen, ob Sie sich denken können, woran das liegt oder warum ich so sicher sein kann, dass der Tagger die nicht richtig macht. Ich kann ja mal aufschreiben, das Raster, durch das er sucht. Also das erste Wort A, das ist ein Artikel. Das zweite kann Substantiv, Verb oder ein Adjektiv sein. Das dritte Wort, man, wakes, kann Substantiv oder Verb sein und answers and dog kann auch Substantiv oder Verb sein. Da waren jetzt ein paar Lesarten drin, die einfach nicht ganz geläufig sind, also zum Beispiel calm als Substantiv, das wäre die Stille oder Windstille, wake als Substantiv für das Kielwasser oder die Totenwache und man, das ist glaube ich eines der wenigsten gebräuchlichen, man kann auch als Verb verwendet werden, to man a ship heißt ein Schiff bemannen oder das die Besatzung auf ein Schiff zusammenstellen. Das heißt, wir kriegen exakt das gleiche Raster hier für beide Sätze. Und was der Algorithmus jetzt macht, ist ja, also im ersten Fall, a calm man answers, da wäre ja die richtige Antwort so, die richtige Lösung so. Im zweiten Satz, a sound wakes dogs, wäre die richtige Lösung so. Egal, was das Modell, ob das Modell jetzt diesen oder dieses Satzmuster für wahrscheinlicher hält, entweder macht es den ersten Satz richtig oder es macht den zweiten Satz richtig, aber den ersten falsch. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass unser einfacher N-Gramm-Tagger beide Sätze korrekt taggen kann. Und es sieht sich, wenn es schon mit so einfachen Beispielen sich konstruieren lässt, wird natürlich auch in Fällen, wo ich jetzt nicht exakt die gleichen Möglichkeiten habe bei Sätzen, werde ich aber ähnliche Probleme kriegen. Also sobald ich ähnliche Möglichkeiten habe, kann das Modell nicht mehr gut unterscheiden. Umgekehrt für den Menschen ist es wahrscheinlich wieder völlig offensichtlich, was das korrekte Tagging ist. Und wir verstehen eigentlich gar keinen zweiten Gedanken dran, dass die gleich getaggt sein könnten, oder? Und woran liegt das? Also warum sehen wir sofort calm man answers, kommen gar nicht auf die Idee, dass es die gleichen Tags haben könnte wie sound wakes dogs? Ich habe jetzt nur gesagt, dass wir die Sätze verstehen, was sie bedeuten sollen, müssen wir, wie wir den taggen sollen. Ja, es geht um Verständnis. Also mir geht es allerdings auch so, wenn ich den Satz lese, dann denke ich gar nicht dran, dass man auch ein Verb sein kann. Und hier würde ich auch, meistens denke ich nicht dran, dass wake auch ein Substantiv sein kann, weil ich es eigentlich überwiegend als Verb kenne. Also es geht natürlich bei uns über die Bedeutung auch, aber ich glaube, wir kommen gar nicht zu dem Punkt, dass wir überhaupt eine andere Bedeutung in Betracht ziehen oder eine andere Lesart in Betracht ziehen,
weil sie schon aufgrund ihrer Häufigkeit erstmal ausgeschlossen sind. Sie erinnern sich, wir haben auch mit diesen Kreuzworträtseln oder Lückenfüllern, da kommt man immer auf Wörter, die gängig sind und selten auf, es gibt Wörter, die zwar völlig korrekt sind, aber viel seltener vorkommen, die fallen einem gar nicht ein. Und das ist ja tatsächlich der Fall, wenn Sie ins Korpus schauen, also basiert wieder alles auf dem Brown-Korpus bei veröffentlichten schriftlichen Texten. Das Wort man ist dort in 99,8% aller Fälle Substantiv und eben kommt sehr häufig vor. Es kommt auch als Verb vor, aber das sind nur 0,2% aller Fälle. Also wir haben hier, wenn ich hier man sehe, kann ich eigentlich mit der Wahrscheinlichkeit von 99,8% davon ausgehen, dass das ein Substantiv ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon wieder im Längen größer als alle Bikram-Wahrscheinlichkeiten, die ich aus dem Markov-Modell kriege oder so. Das heißt, eine ganz wichtige Information, die uns, also es ist eine ganz starke Information, die wir in diesem Satz haben, ist, dass da man steht. Es könnte ein Verb sein, das sagt uns das Wörterbuch, aber das Korpus sagt uns, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich da ein Verb handelt. Und wenn ich mich in dem Satz natürlich hier auf die Substantivlesart von man festgelegt habe, dann bleibt sicher nur noch dann ist das Tagging disambiguiert. Also im Prinzip habe ich hier zwei mögliche plausible Muster. Und indem ich mich an einer Stelle festlege, ist eigentlich dann auch fast das gesamte Muster mit der Unwahrscheinlichkeit fest. Also wenn wir die Information irgendwie nutzen könnten, dann würde der Tagger Nummer 1 richtig machen und wahrscheinlich auch Nummer 2, weil eben doch Wake sehr viel häufiger als Verb, also Substantiv vorkommt. Sondern wir haben ja von Dogs natürlich nochmal, also to dog someone ist jemand verfolgen. Das ist aber auch wieder sehr viel seltener als die Substantivlesart, also auch hier würden wir ganz schnell uns festlegen, damit insgesamt die richtige in anderen Fällen ist es nicht so eindeutig, aber Sie sehen, zum Beispiel bei einem relativ gängigen Substantiv saw, die Säge, trotzdem im Brown Corpus in 99,1% aller Fälle ist saw der Past Tense des Verbs sehen und nur ganz selten wird das Substantiv verwendet. Also auch da, wo es eigentlich sehr gebräuchlich ist, wo es insgesamt doch ziemlich selten das Substantiv und letztlich würden wir sagen, wir würden das Substantiv nur einsetzen, wenn aus dem Kontext ein Substantiv zu erwarten ist. Und das sollte auch funktionieren. Also da, wo es ein Substantiv ist, wenn es in der Nominalphrase steht mit Artikel und Adjektiv, dann sagt mir natürlich meine Bigramm-Wahrscheinlichkeit oder Trigramm-Wahrscheinlichkeit, dass nach Artikel und Adjektiv kein Verb kommt, sondern Substantiv. Und damit würde ich trotz des Bias hier immer noch die richtige Lesart finden. Und selbst in Fällen, wo alle Lesarten einigermaßen gebräuchlich sind, also light zum Beispiel, Sie sehen oft Adjektiv und Substantiv, kommt aber auch das Verb to light something, dort immerhin 2,3% aller vorkommen, also nennenswert. Selbst da habe ich doch eine ziemlich deutliche Verteilung, die ein Substantiv sehr wahrscheinlich erscheinen lässt. Also wenn mir der Kontext nicht viel Information liefert beim Tagging und ich light sehe, dann wäre es doch sinnvoll, sich für ein Substantiv zu entscheiden, was 80% Wahrscheinlichkeit insgesamt hat, statt jetzt ausgerechnet für eine Verblesart. Also, was wir brauchen, schaffen müssen, ist irgendwie diese lexikalischen Wahrscheinlichkeiten, also für verschiedene Part-of-Speech-Tags gegebene Wortformen in das Modell zu integrieren. Wie wir zu den Wahrscheinlichkeiten kommen, ist dann nochmal eine andere Frage, über die wir zum Schluss noch ein bisschen sprechen. Also jetzt geht es erstmal darum, wie können wir die in unser Wahrscheinlichkeitsmodell integrieren. So, überlegen wir uns nochmal, was wir gemacht haben. Jetzt kommt diese neue Notation, die ich schon angekündigt habe, wo wir explizit auch nochmal den Satz berücksichtigen. Bisher haben wir eben nur über diese Tag-Sequenzen geredet, die nach Lexikon rausgesucht im Möglichen und dann das Engram-Modell nur über Tags angewendet. Jetzt schreiben wir nochmal explizit hin. Ich mache mal hier einen kurzen Satz mit 4 Wörtern. Also das ist der Eingabesatz, eine Folge von 4 Wörtern. Das werde ich nachher dann auch mal so mit so einer Vektornotation abkürzen. Also weil ich jetzt hier zwischen den einzelnen Wörtern und den gesamten Satz unterscheiden will, eigentlich ist es ja ein Wort, W-Element Sigma Stern. Ich schreibe es hier aber als ein Vektor über die Position hin, auf die ich dann zugreife. Das ist relativ gängig bei dieser Art von Modell, das man so so, und das zweite, darüber, was uns eigentlich interessiert, sind die Tags. Also wir schauen uns alle möglichen Sequenzen T, wieder zusammenfassend als Vektor geschrieben, an, die mit diesen Wörtern kompatibel wären und suchen die wahrscheinlichste Sequenz. Das heißt, was wir hier berechnen, ist eine
Wahrscheinlichkeit, die allgemeine Wahrscheinlichkeit von so einer Tag-Folge. Das heißt eine Unconditional, also ohne Vorbedingungen. Wir ziehen insbesondere nicht in Betracht, was eigentlich die Wörter sind, sondern berechnen sie eben nur von den möglichen Part-of-Speech-Tags aus diesem Raster. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, was wir eigentlich machen wollen, ist nicht die wahrscheinlichste Tag-Sequenz finden, sondern die wahrscheinlichste Tag-Sequenz gegen die Wörter. Wir wollen also solche bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen. Wenn wir uns vorher Gedanken gemacht hätten, was das Ziel vom Tagging ist, dann hätten wir wahrscheinlich gleich drauf gekommen, dass wir sowas berechnen wollen und nicht einfach unser N-Gramm-Modell anwenden. Also wir wissen ja, wenn man einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Da wir dieses tolle N-Gramm-Modell entwickelt haben, war es naheliegend, dass wir halt eine lösende Möglichkeit gesucht haben. So funktioniert es auch in der Computerlinguistik. Sie haben gewisse Werkzeuge und versuchen dann die Probleme so anzupassen, dass sie es mit ihren Werkzeugen bearbeiten können. Und der Aufwand, ein neues Werkzeug zu entwickeln, der lohnt sich auch oft nur dann, wenn man gesehen hat, dass die bestehenden Werkzeuge eben nicht anwendbar sind. Dass das, was man da hat, absolut nicht als Nagel behandelt werden kann und was anderes braucht. Also das haben wir jetzt an den Beispielen gerade gesehen, dass eben der einfache Ansatz mit der Unconditional Probability nicht funktioniert. Also wollen wir die bedingte Wahrscheinlichkeit der Tag-Sequenz gegeben, die Wortsequenz berechnen. Das ist jetzt natürlich, also das ist ein massives Problem. Wir könnten hier ja, im Prinzip könnten wir versuchen, unser Markov-Modell umzuformulieren, sodass er hier statt den I-Gramm oder Trigramm-Wahrscheinlichkeiten einfach noch diese Bedingung mit in der Bedingung berücksichtigt. Aber die Bedingungen in der Bedingungswahrscheinlichkeit, die machen die Sachen immer unabhängig voneinander. Das heißt, hier müsste ich praktisch für jeden möglichen Eingabesatz ein völlig eigenes Wahrscheinlichkeitsmodell schätzen, das überhaupt nicht mehr mit anderen Sätzen zusammenhängt. Also das ist völlig ausgeschlossen. Also das wäre völlig sinnlos, weil ich natürlich nur sagen könnte, ich habe diesen Satz mit folgenden Tag-Sequenzen gesehen. Also auf die Weise kommen wir direkt nicht weiter. Da bedienen wir uns jetzt eines Tricks, der in der statistischen Sprachverarbeitung auch wieder eine ganz zentrale Rolle spielt, nämlich der Formel von Bayes oder dem Satz von Bayes. Das ist eigentlich wieder sowas, ein etwas hochgradig Triviales, was erstaunlich nützlich sein kann. Das Ziel ist hier, bedingte Wahrscheinlichkeiten umzudrehen. Also die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B ist ja nicht die gleich zur Wahrscheinlichkeit von B gegeben A. Sondern das ist die Wahrscheinlichkeit von A und B, also die Joint Probability, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Vorbedingung. Ändern sich, das war unsere Definition bedingte Wahrscheinlichkeit. Wenn es nicht sofort präsent ist, sollten Sie es unbedingt nochmal nachlesen. Und die Wahrscheinlichkeit von B gegeben A, das ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von A und deswegen sind diese beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten unterschiedlich. Ich kann jetzt hier oben aber im Prinzip das, was ich immer als Kettenformel bezeichnet habe, anwenden. Also sagen, die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B ist die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B oder umgekehrt von B gegeben A. Die Joint Probability hier, die ist ja symmetrisch, mal die Wahrscheinlichkeit von A. Das ist nur die andere, die Definition von B durch B gegeben A umgeschrieben. Das ist nämlich A geschnitten B geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von A. Durch das Homotopisieren kriege ich ja diese Kettenform. Das heißt, durch diesen Umweg über die Joint Probability, die ich dann mit der Kettenformel in andere Richtung entwickeln kann, habe ich jetzt im Wesentlichen aus meiner Wahrscheinlichkeit von A gegeben B die Wahrscheinlichkeit von B gegeben A gemacht, kriege nur zusätzlich noch zwei Korrekturfaktoren, nämlich die Wahrscheinlichkeiten von A und B unabhängig von den jeweils anderen Ereignissen. Jetzt setzen wir natürlich A mit der Tag-Sequenz gleich und B mit der Wortsequenz. Und damit kriege ich folgende Anwendung des Bayesischen Satzes, oder kriege ich mir im Bayesischen Satz folgende Umformung. Die Wahrscheinlichkeit der Tags gegeben, der Eingabesatz, ist die Joint Probability von Eingabesatz und Tags geteilt durch die Wahrscheinlichkeit des Satzes. Und die hier oben kann ich jetzt wieder mit der Kettenformel die Wahrscheinlichkeit von Wörtern gegeben Satz entwickeln. Und damit kriege ich diese Formel. Das ist so der, also das ist ganz oft, wenn man das dann in den Artikeln heißt, okay, wir wenden Bayes Theorem an und jetzt ist es viel schöner und man sieht eigentlich gar nicht, was daran schöner sein soll.
Also ein kleiner Gewinn ist vielleicht, dass ich hier jetzt nicht mehr so viele mögliche Vorbedingungen habe. Denn hier habe ich ja in jeder Position 200.000 verschiedene Wörter oder mehr als Möglichkeiten. Hier sind es nur noch vielleicht 50 Tags oder so. Das Wesentliche ist aber, viel wesentlicher aber, dass hier die Wahrscheinlichkeit der Tag-Sequenz wieder auftaucht. Die kennen wir schon, die können wir mit unserem Markov-Modell berechnen. Also nach dieser Umformung, und so wird die auch meistens verwendet, meistens ist die Umformung ein Trick, um sowas wieder reinzubringen. Da sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit der Tags gegeben, die Wörter, kann ich ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit der Tags ohne Vorbedingungen, das was unser Engram-Modell schon berechnen kann, multipliziert mit dem Korrekturfaktor. Hier wäre es ja was völlig Neues gewesen. In dieser Darstellung habe ich die schon bekannte Engram-Wahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Korrekturfaktor und das ist doch viel plausibler, dass wir uns jetzt einen geeigneten Korrekturfaktor hinbasteln. Das ist ja nicht das, was wir wollten. Also eine Verbesserung des Engram-Taggers und nicht ein völlig neuer Ansatz. Denn das bedeutet, dass wir alles, was wir schon über Smoothing und Interpolation und Backoff und so wissen, wie wir gute Engram-Modelle machen, können wir alles weiter verwenden und müssen jetzt nur noch einen geschickten Korrekturfaktor einbauen. Also die Aufgabe wird jetzt sein, dieses Wahrscheinlichkeitsmodell zu entwickeln für den Satz gegeben in Part-Speech-Tags. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Also wir arbeiten damit den ganzen Tag-Set dann für den Satz und den Satz. Und nicht derzeit mit den einzelnen Wörtern, weil sozusagen auf der letzten Folie haben wir ja gesehen, Light ist mit so und so viel Prozent Adjektiv, Nomen oder was weiß ich was. Und damit arbeiten wir gar nicht. Wir sagen, wir arbeiten wirklich mit den Wörtern als Satz zusammen. Und mit dem Tagset als, wie oft das generell vorkommt. Oder also das sind die Wesen, tatsächlich die Wörter. Das sind die echten Wörter. Und die Tags oben, das sind dann die Part-of-Speech-Tags, also Artikel, Adjektiv, Substantiv und so weiter, so da reinkommt. Also das heißt, an der Stelle hier, das entspricht so ungefähr dem, was wir hatten, nämlich Wahrscheinlichkeit für Tags gegeben Wörter. Hier habe ich es jetzt eigentlich umgedreht. Hier habe ich gegeben, zum Beispiel, dass ich ein Tag-Substantiv habe, die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Wörter. Was aber noch völlig anders ist hier, weil es aus dem Allgemeinen jetzt, was in dem Allgemeinen zu entwickeln ist, dass ich hier nicht das für einzelne Wörter habe, sondern die Wahrscheinlichkeit der kompletten Tag-Sequenz gegeben im kompletten Satz oder jetzt umgekehrt die Wahrscheinlichkeit des ganzen Satzes gegeben, dass ich schon weiß, wie die Tag-Sequenz aussieht. Also da kommen wir jetzt noch, machen wir gleich. Das müssen wir noch vereinfachen, das können wir auch nicht berechnen. Mhm. Aber wir wissen ja aus den Markov-Modellen schon ein bisschen, wie so vereinfachende Annahmen aussehen können und werden das gleiche Prinzip hier anwenden. Also das Wesentliche ist, dass wir die Richtung einfach umgekehrt haben. Statt die bedingte Wahrscheinlichkeit von dem Satzmuster gegeben, den Satz zu berechnen, berechnen wir jetzt die Wahrscheinlichkeit vom Satzmuster, die wir schon können, mal die Wahrscheinlichkeit von Satz gegeben des Satzmuster. Ich weiß nicht, wie intuitiv das ist. Also der Grund, warum das besser funktioniert in der Richtung, ist, wenn wir es in der Richtung schreiben, dann will ich ja direkt diese bedingten Wahrscheinlichkeiten verwenden. Also dann basiert meine Entscheidung genau auf den bedingten Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, dieses Modell muss dann auch sehr genau sein. Wenn ich es hier verwende, dann basiert meine Entscheidung ja stark auf diesem Engram-Modell und das ist nur ein Korrekturfaktor. Das heißt, dass diese Wahrscheinlichkeiten von den Sätzen müssen gar nicht mehr so präzise berechnet werden, weil sie in gewissermaßen nur indirekt eingehen. Und insbesondere vergleiche ich ja hier nicht verschiedene, was ich vor allem nicht mache, ist verschiedene W für dasselbe Satzmuster vergleichen. Ich probiere hier ja dann, obwohl ich sie in der Richtung geschrieben habe, ist der Satz ja fest vorgegeben jeweils. Also W ist festgehalten und ich probiere nur alle möglichen Satzmuster durch und berechne dann diese Wahrscheinlichkeit. Und deswegen, weil ich hier eigentlich den Satz schon festgehalten habe, ist es immer noch nicht so schlimm. Wenn dieses Modell eine grobe Annäherung ist, ist nicht so wirklich schlimm, weil der Satz eh fest vorgegeben ist. Also immer wenn wir eine wahrscheinlich bedingte Wahrscheinlichkeit umgekehrt verwenden, können wir meistens uns erlauben, die grober anzunähern, als wenn wir die direkt verwenden wollen. Also das ist eigentlich, glaube ich, so wie ich es verstehe, der tiefere Grund, warum wir diesen Base-Trick oft anwenden.
Aber der naheliegende Grund ist, dass wir so eben sehen, es ist unser altbekanntes N-Gramm-Modell mal Korrekturfaktor. Eine Sache ist allerdings unschön, um das voll zu berechnen können, brauche ich ja auch noch die Wahrscheinlichkeit des Satzes, also das ist die Gesamtwahrscheinlichkeit des Satzes, unabhängig davon, welches Satzmuster er hat, also für alle möglichen Satzmuster praktisch aufaddiert. Glücklicherweise ist das gar kein so großes Problem, denn was wir in erster Linie wollen, ist ja die wahrscheinlichste Tag-Sequenz finden, also diesen Ausdruck maximieren. Wenn wir uns jetzt anschauen, W ist festgehalten, das heißt, im Nenner steht hier immer der gleiche Wert, diese unbekannte Wahrscheinlichkeit des Satzes. Das heißt, der ganze Bruch wird natürlich dann am größten, wenn der Zähler am größten ist, weil ich immer durch den gleichen Wert teile. Also genügt es eigentlich, diesen Teil zu maximieren. Und das ist das, was man praktisch macht, dieses Produkt, eigentlich diese Teleskopwahrscheinlichkeit W gegeben T mal Wahrscheinlichkeit von T maximieren. Und damit ist noch deutlicher, es ist eigentlich unser N-Gramm-Modell mal der lexikalische Korrekturfaktor. Genau, und wenn Sie dann wirklich diese Wahrscheinlichkeit, wenn wir wieder tatsächlich diese bedingte Wahrscheinlichkeit wissen wollen, das ist nämlich der Konfidenzwert, den wir eigentlich haben wollen. Wenn wir den Konfidenzwert zuweisen wollen, wollen wir diese Wahrscheinlichkeit wissen, können wir uns wieder damit behelfen, dass ich, das ist auch wieder ganz elementar, ich habe ja hier oben steht ja eigentlich diese Joint Probability von W und T. Wenn ich die jetzt über alle möglichen Taggings aufaddiere, das muss ja die Wahrscheinlichkeit vom Satz geben. Also wenn ich praktisch eine Joint Probability für alle Möglichkeiten an der zweiten Stelle aufaddiere, dann kriege ich die Wahrscheinlichkeit von W. Also ich brauche nicht nochmal ein anderes Wahrscheinlichkeitsmodell, was mir nur die Wahrscheinlichkeit von W unabhängig von Tagging berechnet, sondern ich berechne die, indem ich durch diese Joint Probabilities über alle Taggings aufaddiere. Und weil die Joint Probability eben durch dieses Produkt, was ich sowieso ja berechnen will, berechnet, bestimmt ist, kann ich es auch aus dem ableiten. Sie ahnen schon, das wird wieder auf den Viterbi-Algorithmus rauslaufen. Wir brauchen einen Viterbi-Algorithmus, der diese lexikalischen Korrekturfaktoren irgendwie mit berücksichtigt. Der wird uns zugleich die wahrscheinlichste Sequenz T bestimmen und diese Summe berechnen und dann haben wir alles, um die tatsächlichen bedingten Wahrscheinlichkeiten als Konfidenzwerte zu bestimmen. Und das ist auch der Grund, also ich hoffe, es wird deutlich, dass es tatsächlich sinnvoll ist, statt jetzt versuchen, das auf eine ganz neue Art zu lösen, einfach eine Variante von unserem N-Gramm-Modell zu machen, weil es sich vieles wie die Viterbi-Algorithmen übertragen. Wenn wir einen ganz anderen Ansatz verwenden würden, um die bedingte Wahrscheinlichkeit direkt zu berechnen, bräuchten wir auch eine komplett neue mathematische und algorithmische Inventar dazu. So. Wie schon gesagt, also das, da nehmen wir das normale N-Gramm-Modell mit Smoothing, wie wir es haben wollen. Jetzt müssen wir nur noch dieses Lexical Adjustment berechnen. Und das habe ich ja völlig richtig bemerkt. Dieses Lexical Adjustment funktioniert wirklich komplett. Ich nehme also die komplette Tag-Sequenz und berechne dann bedingte Wahrscheinlichkeit für den kompletten Satz gegeben, die komplette Tag-Sequenz. Das heißt, wenn ich nur ein Tag verändere oder ein Wort verändere, können sich die Wahrscheinlichkeiten völlig beliebig verändern. Das ist natürlich was, was wir nie schätzen können. Das ist genauso, als würden wir jetzt, das ist ja noch schlimmer, als müssten wir alle möglichen Satzmuster da schätzen, was wir auch nicht direkt können für das Inkrementmodell. Also wollen wir da wieder vereinfachende Annahmen machen. Die erste vereinfachende Annahme, und da orientieren wir uns ein bisschen an den Markov-Annahmen. Markov-Annahmen sind ja immer so Kontextunabhängigkeiten. Also vor allem, dass es erstens die Position irrelevant war und dass von den vorherigen Tags, oder also von den vorherigen Symbolen nur eine bestimmte Anzahl interessiert, dass sich nur eine bestimmte Anzahl merken kann. Hier machen wir sogar eine stärkere Annahme. Erstmal gehen wir davon aus, beziehungsweise bei dem Markov-Modell haben wir ja schon durch die Teleskopentwicklung so hingekriegt, dass immer nur, also auf der rechten Seite oder auf der linken Seite der bedingten Wahrscheinlichkeit immer nur ein Symbol stand und nicht wie hier eine komplette Symbolfolge. Also nehmen wir als erstes mal an, dass die Wörter unabhängig voneinander sind. Das heißt, dass jedes Wort
Die Wahrscheinlichkeit für jedes Wort, unabhängig von der Füllwahrscheinlichkeit der anderen Wörter, ist. Und Unabhängigkeit bedeutet ja immer, dass man Wahrscheinlichkeiten multiplizieren kann. Das heißt, das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für den ganzen Satz gegeben, das Satzmuster, ist das Produkt der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Wörter gegeben, das Satzmuster. Also, aber jeweils die Wahrscheinlichkeit des Wortes an einer gewissen Position gegeben das komplette Satzmuster. Dadurch, dass ich annehme, dass die Wörter unabhängig voneinander sind, heißt es nicht, dass ein Wort nur noch von seinem entsprechenden Tag abhängen würde oder so, sondern es ist immer noch ein ganzes Satzmuster. Auch das ist nachvollziehbar. Es könnte ja durchaus sein, dass welche Wörter ich hier kriege, also zum Beispiel habe ich dann, würde ich ein transitives oder intransitives Verb eher nicht finden, wenn direkt nach dem Verb ein Artikel und Substantiv kommt, weil dann wahrscheinlich dein Objekt steht. Also könnte es tatsächlich beeinflussen. Aber so ist das Modell immer noch, ist praktisch möglich, das aus dem Korpus zu schätzen, weil ich ja so viele mögliche Satzmuster habe. Also machen wir tatsächlich noch die zweite, stärkere Annahme. Ich mache es einfach mal drüber. Dass die Wörter nicht nur unabhängig voneinander sind, sondern jedes Wort nur von dem entsprechenden Tag abhängt. Also das, und das können Sie jetzt schön als Markov-Annahmen ausschauen. Also das ist die erste Annahme, analog zum Markov-Modell. Die zweite Annahme wäre, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht vom ganzen Sequenz abhängt von dem entsprechenden Tag TI. So, und damit vereinfacht sich diese Produktformel hier oben noch zum Produkt solcher lexikalischer Ausgabewahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit vom Wort gegebenes Paar-Speech. Und das Ganze noch kombiniert von den möglichen Markov-Annahmen für die Tag-Sequenz. Der Einfachheit halber schreibe ich es immer jetzt wieder als Bigram-Modell auf, aber genauso wie beim Viterbi-Algorithmus überträgt sich das auf N-Gramm-Modelle höherer Ordnung. Für das Wahrscheinlichkeit der Tag-Sequenz. Also, der Teil für den Markov-Modell jetzt ein bisschen vereinfacht. Ich habe jetzt noch nicht genau gesagt, also ich habe jetzt mal ein bisschen Start- und Endbedingungen weggelassen. Aber dann habe ich die Wahrscheinlichkeit der Tag-Sequenz, ist das Produkt der jeweiligen Übergangswahrscheinlichkeiten vom vorigen Tag zum aktuellen Tag. Die lexikalische Korrekturwahrscheinlichkeit nach dieser Formel, dass die entsprechende Wahrscheinlichkeit für das Wort gegeben das Tag an der Stelle. Und da ich über dieselben Tag-Positionen multipliziere, kann ich eigentlich sagen, es ist ein Produkt, wo ich jeweils die Übergangswahrscheinlichkeit des N-Grams-Modells mit so einer Korrekturwahrscheinlichkeit multipliziere. Das kann man noch intuitiver aufschreiben, wenn man es grafisch darstellt, so wie ich es hier schon angedeutet habe. Das Modell kann eigentlich so aufgefasst werden. Hier steht jedes Pfeilchen für eine bedingte Wahrscheinlichkeit und in der Bedingung steht genau das, wo der Pfeil herkommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie vorhin, die Wahrscheinlichkeit von W1 und ganzen Sequenz abhängen würde, dann müsste ich einen gemeinsamen, dann müsste ich Pfeile von allen T hier oben einzeigen. Das würde dann heißen, es hängt von den ganzen ab. Das ist nicht nur eine Veranschaulichung genau genommen, sondern eigentlich eine Spezifikation. Also sowas nennt man auch grafische Modelle, weil hier ein Wahrscheinlichkeitsmodell komplett durch eine grafische Darstellung festgelegt ist. Wenn Sie einfach alle bedingten Wahrscheinlichkeiten für die Pfeile miteinander multiplizieren, dann haben Sie die Joint Probability erstmal berechnet. Das ist ja das, was wir hier eigentlich berechnen. Diese Joint Probability ist das Produkt der bedingten Wahrscheinlichkeiten für alle Pfeile. Nachvollziehbar? Also das ist das, was Sie sich merken sollten. Dieses Modell ist auch als Hidden-Markov-Modell bekannt. Hidden deswegen, weil das Markov-Modell auf einer unsichtbaren, versteckten Ebene passiert. Also sichtbar in der Sprache ist ja nur der Oberflächenebene hier, wo die Wörter stehen. Die Ebene der Tags ist unsichtbar, die ist versteckt, die wird erst durch eine linguistische Interpretation durch den Menschen eigentlich sichtbar gemacht. Und unser Markov-Modell befindet sich halt auf dieser unsichtbaren Ebene und soll aus der sichtbaren Oberflächenebene dann eben ableiten, was die wahrscheinlichsten Symbole der unsichtbaren Ebene sind. Hier habe ich auch noch ein bisschen, es wird die statt Tags spricht man hier oft von den Zuständen des Markov-Modells, von States. Und die Wörter, die können wir allgemeiner als Oberflächensymbole bezeichnen. Dann kann das Modell natürlich noch auf anderes als auf Partyspring stecken. Genau genommen müssten wir hier natürlich noch ein Start- und Stop-Symbol um den Satz machen, also um die Oberflächenebene.
Und dafür hätte ich dann auch so lexikalische Ausgabewahrscheinlichkeiten, aber natürlich, wenn das Tag Stop-Symbol ist, kann auch das Wort nur ein Stop-Symbol sein, das heißt, die sind immer eins und die habe ich deswegen weggelassen. Also das ist so die übliche Art, das Gebietmarkungsmodell zu spezifizieren. Und wenn Sie das auslesen, dann kriegen Sie folgende Formel für die Joint Probability, also einfach alles multipliziert. Das ist jeweils ein so ein Block mal den letzten Übergang, der den Satz beendet. Und wenn Sie die Gesamtwahrscheinlichkeit des Satzes berechnen, die Oberflächenwahrscheinlichkeit des Satzes berechnen wollen, dann wird eben über alle möglichen Tag-Sequenzen hier, also über alle Vektoren t, diese Wahrscheinlichkeit aufaddiert und das Ganze wieder effizient. Wir gehen den Vitali-Algorithmus jetzt nicht nochmal durch. Das wäre im Zweifelsfall eine kleine Hausaufgabe, sowas sich zu überlegen. Vielleicht auch eine etwas größere, aber es ist kein Ziel. Und natürlich gibt es Implementierungen von Hidden Markov-Modellen, sodass man sich außer zu Übungszwecken jetzt nicht unbedingt eine eigene Implementierung schreiben muss. Jetzt haben wir das Modell, jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Praxis reden. Also wenn wir tatsächlich so einen Hidden Markov-Tagger, und das sind tatsächlich, das waren in den späten 90er und frühen 2000er Jahren die gängigsten Tagging-Modelle, und auch heute noch sind die nahe dran an den besten Taggern, die sie kriegen. Also die besten Tagger sind inzwischen ein Stück weiter, sind wesentlich komplexere Modelle, verwenden auch mehr Ressourcen, mehr lexikalische Informationen und so. Aber mit einem guten Hidden Markov-Tagger kommen sie noch erstaunlich nahe ran und man kann auch mit relativ kleinen Mengen an Trainingsdaten ganz gut trainiert werden. Klar, was wir brauchen, ist natürlich ein Korpus, das manuell mit Power-Speech-Tags annotiert wurde. Für das N-Gramm-Modell, das im Hidden Markov-Modell steckt, verwenden wir ja direkt nur die Folgen von Power-Speech-Tags, wie ich es letzte Woche gezeigt hatte. Um die lexikalischen Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, kann ich die Kombination aus Wort und Power-Speech-Tag. Also, ich brauche ja, was ich als lexikalische Wahrscheinlichkeiten so brauche, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Wort gegeben, zum Beispiel das Tag-Substantiv. Die bestimme ich dadurch, also Maximum Likelihood Estimate wäre das naheliegendste, das ist die Wahrscheinlichkeit, wie häufig das Wort W als Substantiv getaggt vorkommt im Korpus, geteilt durch die Gesamtanzahl aller Substantive. Und damit durch jetzt in Wahrscheinlichkeit sehr, wie wahrscheinlich ist, dass an einer Stelle, wo ein Substantiv-Tag steht, dass da das Wort Time steht oder Light oder So und so weiter. Vielleicht können Sie sich schon vorstellen, welches Problem wir da kriegen. Wir müssen natürlich Smoothing betreiben. Also wie immer haben wir Data-Sparseness Problem. Auf Ebene der Übergangswahrscheinlichkeiten für Tags kennen wir das Problem schon, da haben wir auch schon sehr gute Lösungen, da machen Sie Ihre geometrische Interpolation, also mit dem Barrel Smoothing oder Ihre Lieblingsvariante von Cuts Backoff. Also darüber brauchen wir, das können Sie einfach einbauen in das Modell. Und da das praktisch eine Vorverarbeitung ist der Übergangswahrscheinlichkeiten, ändert es auch im Vitali-Algorithmus nichts. Der Vitali-Algorithmus nimmt halt die gesmoothten Wahrscheinlichkeiten statt der Maximum Likelihood-Wahrscheinlichkeiten. Das größere Problem sind diese lexikalischen Wahrscheinlichkeiten, obwohl wir das schon sehr stark vereinfacht haben, indem wir angenommen haben, es hängt nur vom jeweiligen Power-Speech-Tag ab, es hängt nicht von den umliegenden Wörtern ab, haben wir immer noch viel zu viele Möglichkeiten. Und wir dürfen natürlich hier nicht einfach sagen, wir haben den Maximum Likelihood Estimates, denn sobald in Testdaten dann ein unbekanntes Wort vorkommt, kriegt es eine Wahrscheinlichkeit von 0 und unser ganzes Modell geht nicht erstmal. Bricht zusammen, weil es nicht vernünftig berechnen kann. So, und wir können jetzt natürlich sagen, gut, also Backoff oder Interpolation ist hier natürlich nicht möglich, weil ja meine Bedingung hier nur aus einem Part Speech Tag besteht und nicht eine Sequenz ist oder irgendwas. Das heißt, ich kann hier nur normale Smoothing-Techniken verwenden. Und wenn ich da jetzt ein L1-Smoothing mache, also einfach hier 1 hinzuzähle, dann muss ich ja im Nenner die Größe von Sigma hinzuzählen, und zwar dieses Sigma, für das, was links steht. Wie groß ist denn mein altes Alphabet von möglichen englischen Substantiven? Also mindestens ein paar hunderttausend, die Sie in Oxford Schnittstelle finden, und das produktiv und kreativ ist, kann man eigentlich nicht sagen, es ist unendlich groß. Also wir können eigentlich hier keinen vernünftigen Wert angeben.
Ergo, wir können hier kein konsistentes Smoothing betreiben. Und wenn wir es können, würden wir jetzt einfach sagen, okay, wir gehen davon aus, es gibt 1 Million Typen und ich smoothe damit. Dann habe ich immer noch das Problem, wenn ich jetzt 100.000 Token als Trainingsdaten habe, kommen vielleicht 30.000 Substantive vor. Das heißt, hier steht eigentlich 30.000 im Nenner. Wenn ich da noch 1 Million dazu zähle, dann habe ich mir hier alles weggesmoothed. Dann kann nichts mehr, also auch die häufigsten Substantive, keine nennenswerten Wahrscheinlichkeiten mehr erreichen. Also Smoothing funktioniert hier nicht gut. Man hat sich da einen anderen Trick ausgedacht, weil eben gerade diese unbekannten Wörter, da wir im Prinzip ein unbeschränktes Vokabular haben, stellen die ein massives Problem dar. Und der Trick, auf den man gekommen ist, zu sagen, naja, was mache ich mit dem unbekannten Wort? Beziehungsweise man sagt, ich behandle einfach alle unbekannten Wörter gleich. Das heißt, ich versuche gar nicht die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne unbekannte Wort zu berechnen. Wenn ich jetzt den Satz habe, the toes are slithy, haben wir hier jetzt wahrscheinlich 2 unbekannte Wörter. Dann würde ich gar nicht versuchen, jetzt die Wahrscheinlichkeit von toes bis slithy zu berechnen. Mit smoothing könnte ich ja auch nur alle unbekannten Wörter gleich machen. Sondern würde ich sagen, ich sage einfach, das ist ein Satz, der aus einem unbekannten Wort, und da hat sich das Kürzel OOV für out of vocabulary eingebürgert, A, und nochmal einem unbekannten Wort besteht. Und ich will für diesen Satz die Wahrscheinlichkeit berechnen. Und damit habe ich natürlich nur noch, mein Vokabular besteht aus den Wörtern, die ich aus dem Trainingskorpus kenne. Das sind typischerweise vielleicht so 5.000 oder 20.000 oder 30.000 Substantivformen plus einem zusätzlichen Wort OOV, das für alle anderen Wörter steht. Das hat natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit dann, denn es steht ja nicht nur für ein unbekanntes Wort, sondern für die Summe sozusagen alle unbekannt. Also ich berechne ja nicht mehr die Wahrscheinlichkeit von dem Satz, sondern von allen ganz, ganz vielen Sätzen, die auch hier unbekannte Wörter haben, eigentlich die Gesamtwahrscheinlichkeit. Das ist das, was ich mit so einem OOV-Verfahren eigentlich berechne. Also machst du da auch eine gewisse Abstraktion, berechne nicht mehr die Wahrscheinlichkeit vom spezifischen Satz, sondern von dem Muster the unbekanntes Wort a unbekanntes Wort. Das heißt, dieser Trick macht Ihr Sprachmodell eigentlich kaputt. Sie berechnet eine viel zu hohe Wahrscheinlichkeit für diesen spezifischen Satz. Aber wieder in unserem Einsatz geht es uns ja gar nicht um die Wahrscheinlichkeit vom Satz, sondern das ist nur die Vorbedingung. Und deswegen macht es in diesen Fällen, sozusagen, wo das meine Bedingung ist, wenn der Satz vorgegeben ist, dann kann es Sinn machen, dass ich so eine Verallgemeinerung mache. Wenn ich wirklich die Wahrscheinlichkeit vom spezifischen Satz brauche, dann macht das irgendwie natürlich keinen Sinn. Falls wir Ihnen in der Klausur sagen sollten, Sie sollen ein Engram-Modell mit OOV berechnen, wir machen es natürlich trotzdem, auch wenn Ihnen jetzt bewusst ist, dass es vielleicht gar nicht sinnvoll wäre. Also machen kann man es natürlich trotzdem, aber es ist nur in bestimmten Situationen, wo ich einfach nicht die spezifische Wahrscheinlichkeit brauche, sondern es genügt für so ein Muster der Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Also, wir müssen aber natürlich noch wissen, wie häufig sind denn solche unbekannten Wörter. Wenn ich Maximum Likelihood Estimates einsetze, dann hätte ich natürlich keine Wahrscheinlichkeitsmasse reserviert. Also ich müsste entweder irgendeine Smoothing-Technik verwenden. Ein einfacher Trick, und das ist das Übliche, ist, dass man einfach im Trainingskorpus alle Wörter, die nur einmal vorkommen, durch OOV ersetzt. Wenn Sie jetzt nochmal an das Held-Out-Smoothing zurückdenken, mit dem Held-Out-Sample, da ist es eigentlich ganz plausibel. Dann wird durch alle Wörter oder alle N-Gramme angeschaut, alle Trigramme, die genau einmal vorkommen im Trainingskorpus. Und dann haben wir geschaut, im Held-Out-Sample kamen viele von denen gar nicht vor. Manche auch wieder einmal, manche zweimal und so weiter. Also was einmal vorkommt, könnte genauso gut ein Unseen Word eigentlich sein. Und umgekehrt, viele Unseen Words hätten genauso gut einmal vorkommen können. Das heißt, es ist dann vielleicht gar nicht so blöd zu sagen, die Wörter, die nur einmal vorkommen, sind eigentlich ein ganz guter Schätz, ein ganz guter Stellvertreter für unbekannte Wörter insgesamt. Könnte man mit den Held-Out-Techniken oder Turing-Smoothing vielleicht noch verbessern, dass man sagt, dass man tatsächlich so eine Schätzung macht, anhand der Wörter, die nur einmal oder zweimal vorkommen, wie viel
Wahrscheinlichkeitsmasse müsste ich eigentlich für die unbekannten Wörter die Euroglyphs reservieren. Es ist aber viel einfacher, den Euroglyph so zu verwenden. Der Vorteil ist nämlich, wir brauchen gar nichts zu implementieren dafür. Wir müssen unsere Modelle nicht mehr verändern, wir brauchen kein Smoothing-Verfahren. Alles, was man macht, ist die Daten vorzuverarbeiten. Also im Trainingskorpus ersetzen Sie jedes Wort, das nur einmal vorkommt, durch Euroglyph. Sie merken sich alle anderen Wörter, das ist Ihr Lexikon. Und wenn Sie es dann auf neue Daten anwenden, dann werden in den Daten alle Wörter, die unbekannt sind, die also nicht im Lexikon stehen, wieder durch Euroglyph ersetzt. Das sind entweder völlig unseen Words oder Wörter, die im Trainingskorpus einmal vorgekommen waren und deswegen durch Euroglyph ersetzt wurden. Also ist der Euroglyph. Werden Sie in den Hausaufgaben, glaube ich, auch nochmal üben. Da gibt es nochmal eine genaue Anleitung, wie man Schritt für Schritt die Euroglyphs berechnet. Das ist also sehr gängig in der Sprachmodellierung mit Hidden Markov-Modellen, verwandten Verfahren. Es ist aber nicht das allereffizienteste, nicht das beste Verfahren, denn es ist ein ganz gutes Verfahren, weil ich dafür für die Euroglyphs immer eine ganz gute Verteilung, Schätzung kriege, wie häufig die als Substantiv oder Adjektiv oder Verben vorkommen. Also im Prinzip will ich ja das wissen. Beziehungsweise, was ich nochmal sagen muss, das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen übersprungen, also eigentlich, das ist ja so intuitiv die falsche Richtung. Vorher haben wir, am Anfang haben wir gesagt, dass die Information, die steckt in den Wahrscheinlichkeiten Tag gegeben Wort. Hier habe ich aber jetzt wieder die umgekehrten Wahrscheinlichkeiten. Aber Sie wissen ja, nach Bayes Theorem hängen die eng mit den umgedrehten zusammen und im Prinzip habe ich indirekt diese Wahrscheinlichkeit von Tag gegeben Wort, ist dadurch drin. Die kann ich besser in das Wahrscheinlichkeitsmodell einbauen. Genau. Die behandeln aber halt alle unbekannten Wörter gleich, aber in manchen Fällen können wir natürlich, und das ist ja hier dieses Beispiel bei dem Slythe, das Wort sieht einfach aus wie ein Adjektiv, deswegen erkennen wir das als Adjektiv, auch wenn wir dieses Nonsenswort gar nicht kennen. Und wenn Sie ein Budding meant oder sowas haben, dann würden Sie auch denken, das ist sicher ein Substantiv, auch wenn ich das Wort nicht kenne. Die Endung meant ist halt typisch Substantiv. Das heißt, wir können vielleicht für unbekannte Wörter viel bessere Wahrscheinlichkeiten hier schätzen, wenn ich ihnen berücksichtige, wie die Wörter aussehen, also morphologisches Wissen berücksichtige. Das kann man tatsächlich, was man macht, ist dann in dem Fall tatsächlich die Wahrscheinlichkeit von Tag gegeben Wort berechnen. Also das sozusagen, man baut ein statistisches Modell wieder, was die Suffix anschaut, und dann guckt, welches Suffix gibt mir da viel Information, erlaubt es mir, das Tag vorherzusagen, die hohe Wahrscheinlichkeit. Und das muss dann eben noch mit Base und ein paar Rechentricks in diese Wahrscheinlichkeiten integriert werden. Weil wir einerseits die Wahrscheinlichkeiten für bekannte Wörter aus dem Trainingskorpus nehmen und für unbekannte Wörter mit so einem Modell berechnet, das zusammen so verrechnen, das ist dann ein bisschen tricky. Aber das schauen wir uns im Wintersemester noch mal ein bisschen an. Da werden wir nämlich dann in dem Pro-Seminar auch ein paar Paper zu Part-of-Speech-Taggern lesen, die eben gerade beschreiben, wie sie diese Feinheiten. Deswegen brauchen wir zum Glück diese Feinheiten jetzt auch gar nicht machen, sondern reden noch kurz über Evaluationen und praktische Anwendungen. Wie man Tagger evaluiert, dürfte klar sein. Nach letzter Woche, Sie erinnern sich alle dran, wir müssen immer ganz streng trennen zwischen Trainingsdaten und Testdaten. Typischerweise erreichen wir das durch Cross-Validation. Also wir haben, sagen wir mal, 100.000 Wörter Trainingsdaten für den Tagger, dann nehmen wir zum Beispiel mal 80.000 als Training, evaluieren auf den restlichen 20.000 und Evaluation bedeutet ja am naheliegendsten, ich lasse den Tagger laufen und schaue dann, wie viele Wörter er korrekt getaggt hat. Wir rechnen also die Genauigkeit, den Prozentsatz korrekter Tags auf dem Testset. Und wenn ich das noch über die ganze Cross-Validation mittle, dann habe ich eben den Prozentsatz korrekter Wörter in den gesamten Trainingsdaten, habe aber Trainings- und Testdaten sauber getrennt. Wie wir ja letzte Woche gesehen haben, ist es ganz entscheidend, dass Sie das machen. Sonst würden Sie natürlich mit einem 10-Gramm-Tagger perfektes Tagging kriegen und ihn auf keinen anderen Satz mehr anwenden können. So, und das ist so der State of the Art, was man damit erreicht, sind typischerweise Genauigkeiten um die 97%, also für Englisch. Ein erster, sehr einfacher Ansatz von Ken Church hat 96,2. Das ist eigentlich so das erste Paper, das diesen Hidden Markov-Ansatz vorgeschlagen hat. Er hat es bloß nicht sauber durchgerechnet. Also er hat da eigentlich so ganz heuristisch ein paar Wahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert, die nicht konsistent sind.
hat damit aber trotzdem schon 96,2% erreicht. Und Hidden Markov Tagger von Bunz 2000, also das ist eine ganz klassische Umsetzung von dem Hidden Markov Modell, das ich gerade vorgestellt habe. Genauso umsetzt mit Smoothing und diese Suffixwahrscheinlichkeiten für die Morphologie. Der kommt dann schon auf 96,7%. Einer der besten Tagger, der Stanford Tagger, hat damals 97,2% erreicht. Ich glaube, inzwischen sind sie bei 97,5% oder so. Das Ganze basiert auf Daten aus der Penn Tree Bank. Es ist schwierig, noch wesentlich besser als 97% zu werden, weil eigentlich Leute haben sich die dann auch mal genauer angeschaut und festgestellt, dass die Fehlerrate dort schon über 2% liegt. Also die menschlichen Annotatoren haben über 2% Fehler gemacht. Das heißt, ein Tagger, der besser als 98% ist, der lernt nicht richtig zu taggen, sondern dieselben Fehler zu machen wie die Menschen dort. Also so gesehen sind es wirklich gute Ergebnisse. Fürs Deutsche haben wir es sogar noch besser. Also Sie sehen, der Markov-Tagger scheint auch relativ sprachunabhängig, funktioniert für Deutsch und Englisch fast gleich gut. Der Tree-Tagger funktioniert aber sehr viel besser fürs Deutsche. Der wurde auch für deutsche Daten entwickelt. Also für Englische gab es schon die ersten Tagger, die ganz gut funktioniert haben. Fürs Deutsche hat es noch gefehlt, deswegen hat Helmut Schmid 1994-95 den Tree-Tagger eigentlich entwickelt. Und es macht sich auch bezahlt, diese Anpassung auf deutsche Texte erreicht er in 97,5%. Wie gesagt, die Paper schauen wir uns im Wintersemester dann ausführlich an und dann können wir auch mal gucken, was es eigentlich für Tricks sind, die hier den Unterschied machen. Unsere neueste Entwicklung mit komplexeren Modellen schaffen sogar 98% Genauigkeit oder mehr. Also Part-of-Speech-Tagging gilt deswegen auch so als ein Solve-Task, als eine Aufgabe, die wir eigentlich so gut lösen können, wie man es erwarten kann von automatischen Verfahren und in die man eigentlich nicht mehr viel Arbeit reinstecken muss. Das stimmt natürlich wieder nicht ganz. Das Ganze trifft zu, wenn Sie, wie es hier gemacht wurde, auf Zeitungsdaten trainieren und auf Zeitungsdaten evaluieren, also Cross-Validation betreiben. Wenn Sie den Tagger jetzt auf einen literarischen Text anwenden oder auf im schlimmsten Fall Twitter-Daten oder wenigstens Webseiten, Webkorpus, dann kriegen Sie teilweise erheblich schlechtere Ergebnisse. Also da kann es auf 95%, 93% oder bei Twitter dann deutlich unter 90% zusammenbrechen. Und da ist es dann kein Solve-Task mehr. Da haben wir auch Probleme, tatsächlich eine Verbesserung zu erzielen. Wir werden uns, wie gesagt, im Winter einige mit dem Paper beschäftigen. Hier sehen Sie nochmal was Wichtiges, was immer sehr interessant ist. Das gilt nicht nur für Part-of-Speech-Tagging, sondern generell für Lernverfahren, die trainiert werden. Das sind sogenannte Learning Curves. Also die haben jetzt nicht nur, das ist jetzt von Thorsten Brunz zum TNT-Tagger, zum Markov-Tagger. Er hat jetzt erfreulicherweise nicht nur eben publiziert, dass er 96,7% Genauigkeit erreicht, sondern, und das ist mit seinem Gesamtwert, dass er ungefähr 1 Million Wörter Trainingsdaten, also das ist jeweils um 1000 Wörtern, Menge Trainingsdaten, das ist mit seinen gesamten Trainingsdaten. Er hat jetzt einfach Teile davon genommen, um zu schauen, wie viele Trainingsdaten bräuchte ich eigentlich, um gut zu werden. Und damit kriegen Sie hier die Learning Curve. Schauen wir uns nur mal die an die Fettdruck, die hier fett gedruckt ist, die dicke Linie. Und da sehen Sie, also mit 1000 Wörtern Trainingsdaten können Sie die Markov-Modell nicht trainieren. Also sind 1000 Wörter manuell Part-of-Speech getaggt, das sind Sie noch unter 80%. Bei 10.000 Wörtern haben wir wenigstens mal 90% erreicht. Mit 100.000 Wörtern, das dürfte so 95% ungefähr sein. Also da können Sie einen ordentlichen Part-of-Speech-Tagger trainieren. Und Sie sehen natürlich, das Wachstum wird immer langsamer. Das heißt, Sie müssen immer mehr Aufwand in die Trainingsdaten stecken, um noch letztlich noch ganz kleine Verbesserungen zu erzielen. Und die 96,7%, die erreicht man aber erst nach 1.000 Wörtern, nach 1 Million Wörtern Trainingsdaten. Also solche Learning Curves, die sagen Ihnen sehr viel darüber aus, wie viele Trainingsdaten Sie eigentlich brauchen und wie effektiv das Modell aus kleinen Mengen von Daten ist. Also idealerweise haben wir natürlich ein Modell, das ganz schnell lernt, das uns ganz schnell auf 96% kommt, denn dann können wir es zum Beispiel für andere Sprachen anwenden, wo man von Hand annotieren muss, oder wir könnten Twitter, wenn wir Twitter taggen wollen, einfach 10.000 oder 20.000 Wörter annotieren, das ist machbar. Das können Sie im Rahmen der Bachelorarbeit selbst machen. Wenn Sie damit schon 95% erreichen können, dann ist es natürlich sehr praktikables Verfahren. Sie sehen, hier ist es noch weit davon entfernt, gute Ergebnisse zu liefern.
zweite interessante Sache hier ist, dass er zusätzlich zu dieser Gesamtgenauigkeit noch wahrscheinlich Genauigkeiten auf bekannten und unbekannten Wörtern berechnet. Also bekannte Wörter sind die, die in den Trainingsdaten vorkamen, im Lexikon des Taggers sind und nicht als OOV rausgenommen wurden. Unbekannte Wörter hier unten sind die restlichen Wörter. Das wird ja im Testset immer auf den Bekannten die Wahrscheinlichkeit, die Genauigkeit berechnet auf den Unbekannten. Und da sehen Sie das ganze Wachstum, diese Learning Curve, die kommt eigentlich von unbekannten Wörtern. Hier oben für bekannte Wörter fangen Sie bei 95% an und verbessern sich noch marginal. Das hat so ein bisschen, es ist nicht optimal, wie hier bekannt und unbekannt definiert ist, dadurch kommt es auch ein bisschen zustande. Aber was es grundsätzlich aussagt und was man auch in anderen Publikationen gefunden hat, ist, mit 10.000 Wörtern oder so können Sie die N-Gramm-Modelle lernen. Also hier oben geht es darum, wie gut sind Ihre Disambiguierungsmodelle für N-Gramme auf Wörtern, die man schon kennt, für die man Lexikon-Eintrag hat. Hier unten geht es vor allem darum, die lexikalischen Wahrscheinlichkeiten zu lernen. Also was wir brauchen, sind riesige Mengen von Trainingsdaten, um die lexikalischen Wahrscheinlichkeiten zu lernen, während wir das N-Gramm-Modell mit gut von gut erstellbaren Trainingsdaten bestimmen können. Also das heißt, ich glaube, ein wesentlicher Ansatz, wenn man Tagger verbessern möchte, und vor allem die auf weniger Daten, dann geht es darum, wie man effizienter an diese lexikalischen Wahrscheinlichkeiten kommt, sowohl die direkt vorhandenen, als auch diese morphologischen Wahrscheinlichkeiten, die auf irgendwelchen Wort zu finden basieren. Hier stehen noch so ein paar Tricks, die Brands und Schmid verwenden. Und Helmut Schmid hat es nämlich tatsächlich geschafft. Er hatte nur 20.000 Wörter Trainingsdaten manuell annotiert, Zeitungstexte, hat trotzdem 97,5% Genauigkeit geschafft. Das Wesentliche ist, dass er eine deutsche Morphologie, eine Computermorphologie zur Verfügung hat und mit deren Hilfe ein sehr großes Lexikon erstellt hat. Und das unter anderem auch auf automatisch auf unannotierten Texten dann noch erweitert hat. Das ist, glaube ich, wesentlich dafür verantwortlich, dass der Tagger so gut funktioniert. Ich glaube, das überspringen wir jetzt. Also hier ist noch eine Idee, wie man so unüberwachtes, also unannotierte Texte noch hinzunehmen kann. Kurz noch ein paar andere Anwendungsmöglichkeiten von Hidden Markov-Modellen bzw. Hidden Markov-Taggern. Also ein Tagger ist ja der allgemeine Begriff von Verfahren, das jedem Symbol in der Sequenz eine Interpretation, also ein Label zuweist. Unsere Hauptanwendung waren Symbole gleich Wortform und Label gleich Hub-Speech-Tags, aber wir können natürlich auch anderes machen. Wir können zum Beispiel Kasusinformationen, Nominativ, Genitiv, Akkusativ, Dativ, Akkusativ als Label nehmen, wir können Numerusinformationen, Singular, Plural als Label nehmen und so weiter. Dann kriegen Sie einen morphologischen Tagger. Und der AF-Tagger, der diese 98% Genauigkeit erreicht hat beim Pub-Speech-Tagging, der ist eigentlich ein morphologischer Tagger. Der macht beides gleichzeitig. Er taggt einmal Pub-Speech-Tags und dann hat ein zweites Hidden-Markov-Modell oder ähnlich zum Hidden-Markov-Modell das morphologische Merkmal hinzufügt. Damit erreicht er insgesamt dann natürlich nur noch 91% Genauigkeit. Das heißt, dass also von Bot nicht nur die Wortart korrekt geraten ist, sondern die komplette morphologische Analyse, Numerus, Genus, Kasus. Und das ist natürlich, Sie können sich vorstellen, das ist viel schwieriger. Das, manchmal ist es ja auch tatsächlich ambig, zumindest ohne einen ganzen Satz zu verstehen, kann man oft nicht entscheiden, ob was nominativ oder akkusativ ist. Und das würde hier automatisch bei der Evaluation als Fehler gelten. So, und jetzt noch ein zweites Beispiel. Nämlich das Junk-Parsing. Ich habe noch erzählt, wenn man keinen vollen Parser schreiben möchte, ist gerade im Englischen so ein Junk-Parsing, bei dem nur minimale Nominal- und Präpositionalphrasen identifiziert werden, nicht nur Verbalkomplexe, ein sehr praktikabler Weg, weil die relativ eindeutig sind. Die kann man nicht ziemlich gut über Muster erkennen. Also in dem Beispiel, the old man waited for 2 hours, würde ich nicht die volle Satzstruktur herstellen wollen, sondern einfach nur the old man als Nominalphrase oder Nominal-Junk erkennen und for 2 hours als ein Präpositional-Junk. Ich könnte noch sagen, dass hier eigentlich nochmal eine Nominalphrase enthalten ist, die 2 hours, so ist unsere wirkliche Analyse. Bei diesem Junk-Parsing wird meistens aber eine rein flache Analyse gemacht, das heißt, man sagt, wenn ich eine Präpositionalphrase habe, dann betrachte ich die NP, die da drin steckt, nicht gar nicht. Und ich baue keine Größen, ich mache keine Verbphrasen, ich entscheide über kein Attachment, es werden nur diese minimalen, nicht rekursiven
nominalen präpositionalen Phrase. So. Haben Sie eine Idee, könnten wir das mit einem Hidden Markov Tagger lösen? So ein anderer Ansatz wäre, wir schreiben uns irgendwie so eine Grammatik dafür oder reguläre Ausdrücke. Aber könnten wir auch einen Hidden Markov Tagger, also wenn wir annotierte Daten haben, einfach einen Hidden Markov Tagger trainieren? Das ist natürlich ein gewisser Trick dabei. Also wenn Ihnen was einfällt, wie man es vielleicht machen könnte, braucht keine vollständige Lösung zu sein, ich fällt Ihnen aber ein, was man. Wie kann ich also Junk Parsing als ein Tagging-Problem? Die machen wir weg, das Flache ist natürlich einfacher. Wie kann man es als Tagging-Problem auffassen? Könnte ich einfach sozusagen The Old Man einfach als ein Wort sozusagen betrachten? Und dann muss ich es aber erst, wenn ich es ein Wort mache, dann muss ich es ja erst schon mal zusammenfügen im Input für den Tagger. Also der Input für den Tagger, man könnte natürlich, also im gängigen Ansatz, wie man macht, ist der Input für den Tagger wirklich einfach die Wörter. Praktisch nimmt man dann oft noch Part-of-Speech-Tags dazu, dass man das Part-of-Speech-Tagger laufen lässt und dann die Wort-Part-of-Speech-Tag-Kombination nur die Tag-Part-of-Speech-Tags als Input nimmt. Aber es soll schon für jedes Token im Satz soll ein Input-Symbol sein. Wie könnte ich denn solche Chunks darstellen mit Tags? Ganz banal machen wir das. Wir schreiben einfach hinter jedes Wort, das in der NP ist, NP dahinter. Weighted ist in gar keinem Junk drin, dann nehme ich mal O für Out of Junk und hier schreibe ich einfach hinter jedes Wort PP. Und jetzt habe ich ein Tagging-Problem. Also ich muss einfach ein Tag setzen, das aus O, NP und PP besteht. Und jetzt muss ich nur noch einen Tagger darauf trainieren. Okay, das ist halt noch ein Problem dieser Ansatz. So, wenn ich zum Beispiel habe, he gave Peter the book. Dann ist Peter mit NP getaggt und the book mit NP getaggt. Dann sehe ich nicht mehr, dass es zwei Nominalphrasen sind, sondern sieht aus wie eine Nominalphrase aus drei Wörtern. Und das löst man damit, dass man den jeweils erste Token in einem Junk mit B zusätzlich taggt, also NPB, das steht für Begin. Und alle anderen, hingeweise, man nennt es dann IOB Tags mit I für Inside. Also wir haben Begin Junk, Inside Junk und Outside Junk. Und hier hätte ich dann Präpositionalphrase beginnen, inside, inside, danach geht es wieder mit outside weiter. Und damit sehe ich natürlich, wenn ich mehrere aneinander habe vom gleichen Typ, kriege ich durch dieses Beginn-Tag jeweils wieder den nächsten Chunk. Also Helmut Schmid hat es auch implementiert, wenn Sie den Tree-Tagger sich runterladen, können Sie auch ein Chunk-Parsing-Modell, ich glaube für Englisch zumindest, eventuell auch das deutsche Chunk-Parsing-Modell herunterladen, die genau diesen Ansatz implementieren und ganz passable Ergebnisse sogar liefern. Und das bedeutet, Sie können es natürlich auch alles andere, wo Sie nicht hierarchische Strukturen erkennen wollen. Named Entity Recognition könnte ich eben statt Junk Tags, Named Entity Tags hier mit diesem IOB Tagset machen und darauf einen Tagger trainieren und so weiter. So. Und damit sind wir am Ende in der Übung. Entweder heute oder nächste Woche dürfen Sie dann mal praktisch üben, indem Sie sich ein komplettes Hidden Markov Modell aus diesem etwas klein geratenen Trainingskorpus von Hand erstellen. Da das Korpus so klein ist, ist es auch ganz machbar. Also Sie sollen dabei die OOV-Technik verwenden, also alles, was nur einmal im Trainingskorpus vorkommt, durch OOV ersetzen. Da werden Sie sehen, dann brauchen Sie gar nicht mehr so arg viele Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und kein Smoothing anwenden, das ist hier nur das Prinzip. Und dann dieses Modell auf zwei Sätze anbieten. Also das werden Sie in Übungen noch ausführlich durchmachen. Wenn Sie Lust haben, können Sie ja schon mal anfangen, das auszuprobieren, ob Sie jetzt nach dem, was Sie heute gelernt haben, schon alles berechnen können. Das werden schon die OOVs. Nicht spicken, auf der letzten Folie sind noch die OOVs als Lösung teil. Dann Dankeschön und bis nächste Woche.